Wachen Sie auf. Etwas ist vorgefallen. Die Spirit of Fire ist in einer Lage, die ich so nicht erwartet habe. Professor Anders würde dieses Eingeständnis bestimmt erfreuen. Also sollte das unter uns bleiben, ja? Wir treiben seit über 28 Jahren durchs All. Während Sie schliefen, habe ich einige Reparaturen vorgenommen. Die Systeme sind also bei 100%. Keine Probleme beim Kryoschlaf. Die medizinischen Werte der Crew sind gut. Was mich angeht, nun, die Vorschriften bezüglich der Entsorgung einer KI nach einer Lebensdauer von 7 Jahren sind eindeutig. Anstatt sie zu wecken, habe ich selbst entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Ich wollte nicht, dass... Nun, ich hoffe, Sie verzeihen mir dieses letzte eigenmächtige Handeln. Es war mir eine Ehre und eine Freude, mit Ihnen zu dienen. Passen Sie gut auf alle für mich auf, ja? Leben Sie wohl, Captain. Serena, Ende. Ich muss darunter. Und zwar sofort. Auch Ihnen einen guten Morgen, Professor. Tut mir leid, Captain. Es ist gut, Sie wiederzusehen. Aber sehen Sie doch nur. Was ist es? Und wo sind wir? Keine Ahnung. Unser Navigationssystem zeigt nichts an. Wir sind außerhalb der Karte. In 28 Jahren treibt man nicht aus der Galaxie raus. Den Sensoren zufolge sind wir vor einer Stunde per Hyperraumsprung angekommen. Ohne Hyperraumantrieb? Wie wir auch herkamen, wir haben den Sprung nicht eingeleitet. Etwas da unten hat das Portal von dieser Seite geöffnet und uns durchgezogen. Zu mir weiterleiten, Lieutenant. Mal hören, was Sie sagen. Tut mir leid, Captain. Ich kann es nicht abspielen. Die Verschlüsselungsmethode ist uns unbekannt. Die wurde natürlich weiterentwickelt. Aber es ist eine UNSC-Frequenz. Das ist gut. Der Krieg lief damals schlecht für uns. Das bedeutet, dass das UNSC überlebt oder sogar gewonnen hat. Von wo kommt die Übertragung? Wir haben noch keine Oberflächendetails. Etwas da unten blockiert unsere Scans und ohne Serena. Aber wir haben eine ungefähre Richtung. Vom Boden aus könnten wir das Signal leicht triangulieren. Cutter an Jerome. Zur Stelle, Captain. Spartan Team Rot und einen Spätrupp vorbereiten. Professor Anders schickt Ihnen die Koordinaten. Finden Sie die Quelle dieses Signals. Seien Sie in einer Stunde am Ziel. Leichtes Gepäck. Verstanden, Captain. Erkundungsmission. 28 Jahre, Professor. Mal sehen, in was für einer Galaxie wir aufgewacht sind. Professor Anders, gibt's was Neues zur Quelle dieses Signals? War nicht ganz leicht, aber ich konnte einen kleinen Sektor ausmachen, den unsere Aufklärer gerade durchsuchen. Ich habe die Scans etwas korrigiert. Da ist wohl ein UNSC-Bunker oder Forschungsposten, aber er ist schwer beschädigt. Sieht nicht gut aus, aber die Spartans schaffen das. Das tun sie immer. Das würde wesentlich schneller gehen, wenn Sie mich mitschicken, Captain. Ohne Serena hier brauche ich Sie auf dem Schiff, Professor. Außerdem wissen wir nicht, was uns da unten erwartet. Jerome, Team Rot muss sofort zu den Koordinaten der Professorin.
Stellen Sie den ersten Kontakt mit dem Sender des Signals her. Verstanden. Wir werden Sie finden. Spirit of Fire, nähere mich den Einsatzkoordinaten für Team Rot. Bereithalten, Team Rot. Ich freue mich schon darauf, endlich was zu tun. Ach, endlich wieder echten festen Boden unter den Füßen, nicht wahr, Alice? Du hast doch alles beim Absprung gesehen, Douglas. Hier ist nichts echt. Alice hat recht. Wir wissen nicht, was uns da unten erwartet. Haltet die Augen offen. Aufklärer 1 hier. Wir haben Sprengladungen platziert, um den Weg freizuräumen. Ich weiß nicht, gegen was die sich verteidigt haben, aber das sind echt massive Barrikaden. Alle Mann in Deckung! Sagen Sie mir einfach, wo der Feind steckt. Jagt die Ladungen hoch, Alice. Bin schon ganz heiß darauf, die bösen Jungs zu jagen. Das wird denen so richtig wehtun. Im Laufschritt! Jerome, das hier sind keine militärischen Verteidigungsanlagen. Ja, sie wurden eilig zusammengebaut. Sie waren verzweifelt. Wieso auch keine Verteidigungsanlagen? Die wussten doch, dass sie ein Ziel für die Allianz sind. Bin unterwegs. Erhalten und verstanden. In Bewegung. Wartet, da vorne geht's runter. Rücke aus. Hab ich übersehen! Das sind Forschungsgebäude. Unbefestigt. Das waren keine Soldaten, sondern Wissenschaftler. Noch mehr Plasmaspuren. Die haben nichts heilgelassen. Auf dem Weg. Wer immer es war, sie sind schon lange fort. Wir erfahren mehr, wenn wir es zum Signal schaffen. Was macht der Nightingale hier? Haben wir Verwundete? Eines unserer Aufklärungsteams, Sir. Wir fanden sie so. Keine Ahnung, was sie getroffen hat. Sieht aus, als bekämen wir doch noch etwas Action. Jerome, unsere Aufklärer haben das Portal erkundet, das sie zum Signal runterbringt. Der Rest der Truppe bleibt zurück und beschützt den Ausgang, während sie nachsehen. Verstanden. Professor, wir haben weitere Portale gefunden, aber etwas stimmt mit denen nicht. Sie scheinen modifiziert worden zu sein. Und das da sind keine UNSC-Maschinen. Halten Sie die Augen nach mehr davon offen. Unterwegs. Henry Lamb, Forschungsaußenposten. Spirit of Fire, wir sind da. Basis sieht von außen sauber aus. Sehen wir mal, wer da ist. Holotisch, 10 Uhr. Spartans, Gott sei Dank. Wir müssen hier verschwinden. Identifizier dich. Isabel, UNSC Logistik, Archenforschungsaußenposten. Isabel, wo sind die Überlebenden? Wie viele Allianztruppen sind hier? Allianz? Nein, warum so... Hören Sie, Sie sind in großer Gefahr. Was war das? Das war er. Du kommst mit uns. Nichts als ein Mensch. Team
Team Rot hier Spähtrupp. Mehrere Gegner nähern sich ihrer Position. Alice, wir brechen auf. Lauft, kleine Dämonen. Zentrale, hier Team Rot. Ein verwundeter Spartan. Macht sie nieder. Er bitte sofortige Evakuierung. Findet raus, wo sie herkamen. Douglas, bleib bei mir. Und bringt mir alles. Douglas. Nützliche. Haben wir. The Roman Spirit of Fire. Cutter hier. Status. Sir, er bitte Nahbereichsbeschuss. Unsere Position. Richtung Norden. In 5 Sekunden. Interessanter Plan. Verstanden. Archer-Raketen feuerbereit. Festhalten! Ach, hallo? Was passiert da draußen? Wo fahren wir hin? Wir verschwinden von hier, Isabel. Festhalten! Den Boot holen wir uns aber später. Ich habe Sie gewarnt. Sie haben Glück, dass Sie noch leben. Achtung! Da drüben! Nutzen die Archenportale. Portale? Warum nur immer wieder Portale? Ja, die Brückensteuerung. Los, Alice. Bin dran. Beeilung, die kommt her. Ich schaff's. Weiter, ich gebe Deckung. Für den Moment, Isabel. Pilot, wir sind an Bord. Los! Jerome, wir haben ein Sanitäterteam für Douglas. Ich will einen kompletten Bericht von Ihnen und der KI, sobald Sie wieder auf der Spirit of Fire sind. Alice ist noch da unten. Sie wird den Kopf einziehen, bis sie die Chance hat, zu uns zu stoßen. Sir? Isabel, das hier ist Captain Cutter. Ich weiß, wer Sie sind. James Cutter. Captain der Spirit of Fire. Gilt als mit der gesamten Besatzung verschollen. Nun, jetzt wohl nicht mehr. Was ist da unten passiert? Womit haben wir es zu tun? Isabel? Isabel, sofort. Sir. Vor 5 Monaten schloss sich das Portal von der Arche zur Erde ohne Vorwarnung. Einen Monat später traf er ein. Er? Der Brute. Ihr Anführer. Sein Name ist Atriox. Während des Krieges setzte die Allianz seinen Clan als Kanonenfutter ein. Es hieß, der Tod in der Schlacht würde ihre heilige Reise beschleunigen. 40 Krieger wurden losgeschickt. 40 Krieger, um die Frontlinien zu durchbrechen. 40 Krieger, um für einen Glauben zu sterben, der nicht der ihre war. Keiner von ihnen kehrte je zurück. Bis auf ihn. Und so Schlacht um Schlacht, Krieg um Krieg und immerzu 39 gefallene Brüder wurde Atriox geboren.
Mit jedem Sieg wuchs seine Legende und sein Hass auf die Allianz. Schon bald war beides nicht mehr zu übersehen. Also sollte er verbannt werden. Nach allem, was wir über die tausendjährige Geschichte der Allianz wissen, war Atriox der Erste, der sich ihr widersetzte und überlebte. Und sein Widerstand inspirierte andere. Und seine Verbanden plünderten Allianzressourcen und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Mit jedem Angriff wurden sie stärker. Mörder und Söldner schlossen sich ihnen an. Zu dieser Zeit hatte die Allianz zwei Ziele: die Menschheit und Atriox. Uns haben sie fast besiegt. Aber Atriox nicht mal im Ansatz. Die gesamte verdammte Allianz konnte ihm nichts entgegensetzen. Damit haben sie es zu tun. Und das in einem alten Schiff mit der Hälfte der nötigen Besatzung. Wir müssen fliehen. So weit und so schnell, wie wir können. Wir sind nur ein Schiff. Und ein altes dazu. Aber hier sind wir. 30 Jahre nach unserer eigentlichen Mission. Unser Krieg ist vorbei. Unsere Alten leben ebenso. Die Welt, wie wir sie kannten, ist nicht mehr. Alles, was uns jetzt noch bleibt, sind die, die treu neben uns stehen. Und die Pflicht, deren Erfüllung uns ausmacht, beim Kampf in all diesen Schlachten, Seite an Seite, gemeinsam. Wo du nur eine halbe Crew siehst, Isabel, sehe ich eine Familie, Tapferkeit und Tausende von Helden, die geschworen haben, sich lieber durch die Hölle zu kämpfen, bevor sie jemals, jemals aus einer Schlacht fliehen. Und wo du nur ein altes Schiff siehst, sehe ich eine Heimat. Und dafür lohnt es sich immer zu kämpfen. Hurra! Wenn wir Atriox jetzt nicht aufhalten, liefern wir die Galaxie einem Monster aus. Also nein, Isabel. Wir werden heute nicht fliehen. Sir, yes, Sir. Captain, ich weiß eine gute Rede zu schätzen, aber Atriox hatte Monate, um seine Truppen auf der Arche in Stellung zu bringen. Sogar wenn wir ihn finden, wäre ein Frontalangriff Selbstmord. Deshalb müssen wir klug vorgehen, indem wir erst Atriox Befehlskette unterbrechen. Isabel. Du bist mit denen vertraut. Womit legen wir los? Decimus, einer von Atriox Anführern und der, der meinen Außenposten angegriffen hat. Er leitet gerade einen Bergungseinsatz in dieser Region. Wir müssen die Verbanden überraschen, um sie in die Defensive zu zwingen. Dann geht es nach Süden, um eine Basis einzurichten. Wenn wir die haben, greifen wir Decimus an. Captain, Isabel sagt, das Außenpostenportal für den Kontakt mit der Erde wurde ohne Vorwarnung geschlossen. Wenn wir diesen Kampf beginnen, können wir keine Hilfe anfordern. Darum kümmern Sie sich, Professor. Sie müssen einen Weg finden, um Nachrichten nach Hause zu schicken.
In der Zwischenzeit halten wir hier die Stellung. Zeigen wir denen, was die Spirit of Fire drauf hat. Zuhören, Team. Die Verbanden haben sich verschanzt und werden die Anlage nicht aufgeben. Das werden wir ihnen nicht durchgehen lassen. Strike One, etablieren Sie eine Frontbasis. Rechnen Sie mit Widerstand. Ihr habt den Captain gehört, Strike One. Macht sie fertig, Marines. Spirit of Fire, wir sehen das Lager der Verbanden. Kommen. Alle Einheiten. Verstanden, Strike One. Macht sie fertig. Lager sauber. Gebiet gesichert. Jerome, der Feind hat sich weiter vorn verschanzt. Ich schicke Ihnen Einheiten runter, die das regeln. Sie wieder, Hellbringer. Der Blutsfilterturm davon erzeugt eine gewaltige Energiesignatur. Wenn wir ihn erobern, könnten wir die Energie vielleicht abzapfen. Verstanden, Professor. Leute, nehmt den Energieknoten ein. Scheint so, als würden die Verbanden mit Hilfe der Kerne Energie von der Arche abziehen. Ich kann sie umprogrammieren, damit sie unsere Basis versorgen. Danke, Professor. Ich werde nach weiteren suchen. Jetzt brauchen wir einen Weg über die Schlucht. Brücke bereit. Los. Jerome, der Captain fährt schweres Geschütz im Zielgebiet auf. Halten Sie die Augen offen, um den Beschuss zu koordinieren. Feindliche Infanterie voraus. Höllenbringer, euer Job. Mensch, haltet sie auf oder Decimus lässt Köpfe rollen. Sieh an. Die Verbanden haben Nachschub angehäuft. Schnappen Sie sich, was Sie können. Wir werden jede Unterstützung brauchen. Strike One, Sie nähern sich Decimus Bergungsoperation. Ich schicke Ihnen Warthogs für die Aufklärung. Jerome, einige Ihrer Einheiten haben Schaden erlitten. Ich habe ein paar Reparaturdrohnen auf der Spirit of Fire bereit gemacht, falls Sie Unterstützung brauchen. Strike One, Decimus Bergungsoperation ist gleich davor. Spirit nähert sich. Bereit machen! Bringen Sie einige Einheiten in die leeren Garnisonen, Jerome. Dort sind Sie besser gegen die Verbanden geschützt. Jerome, rennen Sie die Basis mit Ihren Höllenbringern nieder. Spirit of Fire, wir haben die Basis zerstört. Warten auf neue Befehle. Das ist ein guter Ort, um unsere eigene Basis zu errichten. Sie befindet sich mitten im Einsatzgebiet und nach Fertigstellung können Sie mehr Gebäude für Ihre Armee bauen. Captain, ich erhalte Funksprüche auf lokalen Verbandenkanälen. Kannst du sie abfangen, Isabel? Leite sie weiter. Bergungsteam, hier ist Decimus. Warum wurde die Arbeit eingestellt? Ich will eine Erklärung. Wir haben wohl seine Aufmerksamkeit. Das sieht ganz gut aus, Jerome. Besorgen Sie mehr Ressourcen und bauen Sie Kasernen und einige automatische Geschütze, um bei der Basisverteidigung zu helfen. Danke, Captain. Wurde auch Zeit, dass wir ordentlich zurückschlagen. Captain, über unserer Basis braut sich eine enorme Energiesignatur zusammen. Achtung, ein Plasma-Bombardement. Strike One in Deckung. Das war ein Vorgeschmack unserer Macht, Menschen. Kommt nur, wenn ihr mehr wollt. So eine Einladung schlagen wir nicht aus. Wie sieht der Schaden aus? Unsere Reparaturdrohnen kommen damit klar. Wir hatten also Glück. Der Plasmastrahl kam vom selben Träger, der auch meine Anlage angegriffen hat. Decimus' andere Bergungsoperation ist nördlich von Ihnen auf der Karte markiert. Lassen Sie ihn büßen. Nur zu gerne, Isabel. Fangen wir an. Ein Energieknoten. Wenn wir den erobern, kriegt Decimus kaum noch Ressourcen. Und wir sichern unsere Versorgung. Erobern Sie so viele, wie Sie finden können. Isabel, woher kommen diese ganzen Wracks? Hier fand gegen Kriegsende eine Schlacht statt. Der Master Chief hat uns alle gerettet. Tut gut zu wissen, dass John auch da draußen ist. Unsere Energieversorgung nicht stören. Raus mit euch und tötet sie! Wenn wir die Ressourcen an die Menschen verlieren, wird jeder dafür Verantwortliche gehäutet. Tötet sie! Wieso erobern sie unsere Generatoren? Vernichtet sie! Atriox hätte euch bei der Menschenbasis nicht entkommen lassen dürfen. Er wollte vielleicht nur spielen, aber ich bin nicht so nachsichtig. Jerome,
Schon wieder ein Energieanstieg. Entdeckung! Alle Mann, Entdeckung! Lauf, das könnt ihr doch so gut! Wir haben Jäger! Höllenbringer, schaltet sie aus, bevor sie die Warthogs zerstören! Oh, das hat sicher wehgetan! Ich schätze, das ist Decimus. Er wirkt irgendwie größer als beim letzten Mal. Ich reiß dir den Kopf ab und lass die Kleinen damit spielen! Deine Panzerung gibt nach, weiter so! Schiffsmeister, setz diesen Kreaturen ein Ende! Decimus hat ein Bombardement seiner Position vom Träger angefordert. Rückzug! Die Arche gehört uns Menschen und keiner stellt sich unserer Macht in den Weg. Orbitalschlag auf mein Zeichen! Schiffsmeister, feuert weiter! Herrscher, zieh ein! Wir haben ihn fast! Nur ein klein wenig mehr! Aufpassen, da kommt was. Beeindruckend, Menschen. Wir sehen uns wieder. Bombardiert er seine eigene Basis? Monster. Er schlachtet einfach seine eigenen Leute. Decimus hat etwas zu verbergen. Durchsuchen Sie die Überreste. Wir haben was gefunden, Captain. Lade es hoch. Isabel, kannst du das entziffern? Oh, das ist übel. Ich sehe nur Datenfragmente. Aber alles deutet auf einen Kartografen hin. Kartograf? Wer ist das? Nicht wer, sondern was. Ich erkläre es Ihnen, wenn Sie zurück sind. Könnte ein Weilchen dauern. Laut den Informationen aus Decimus Basis benutzen die Verbanden etwas namens Kartograf. Was kannst du uns darüber sagen, Isabel? Der Kartograf ist eine Karte der gesamten Arche. Das heißt, Atriox kann mit seiner Hilfe wichtige Systeme und Waffen ausfindig machen. Isabel und ich sind Decimus Daten durchgegangen und haben eine Abkürzung zum Kartografen gefunden. Aber das wird kein Zuckerschlecken. Die Barriere des Kartografen ist fast unüberwindbar. Nur über einen Blutsväteraufzug kommt man durch. Wenn wir auf die lokalen Kontrolltürme zugreifen können, könnte ich den Aufzug steuern und uns hochbringen. Das ist die einzige Möglichkeit, reinzukommen. Nutzen wir sie. Wir greifen die Verbanden erneut an, bevor sie merken, was wir in ihrer Basis gefunden haben. Begeben Sie sich zum Kartografen und finden Sie heraus, was Atriox plant. Aber Vorsicht, die Verbanden könnten die Route immer noch benutzen. Im Anflug, Sir. Hört genau zu, Leute. Ihr wurdet für die Mission ausgewählt, weil ihr alle Einsatzerfahrung seid. Eine große Armee würde Atriox sofort alarmieren. Also brauche ich nur die Besten. Erkundet die Gegend. Die Verbanden könnten noch immer Truppen auf den Routen um den Kartografen haben. Spirit of Fire, wir haben zerstörte Bergbauanlagen der Verbanden gefunden. Haben wir noch andere Leute hier? Negativ. Da ist wohl noch jemand in der Nähe. Seien Sie vorsichtig. Der Feind unseres Feindes ist nicht automatisch unser Freund. Isabel, hast du sowas schon mal gesehen? Ein Massaker. Wer den Verbanden so etwas antun kann, dem sollten wir besser nicht begegnen. Stimmt. Aber davon abgesehen haben wir immer noch einen Job zu erledigen. Also los! Fang, Achtung, Feinde! Verbandenfahrzeuge, schick den Cyclops! Hätten wir ein Fahrzeug auf den Hals? Schweine! Das ist eine Wartet hier, ich suche einen Weg drumherum, um die Lichtbrücke wieder in Gang zu bringen. Ich bin schon ganz falsch darauf, die bösen Jungs zu jagen. Absprung! Ich bin unterwegs. Ich kräume den mal. Aktiviere jetzt die Lichtbrücke.
Koblenz nieder! Eure Knochen werden schönen Schmuck abgeben! Eine Routinearbeit. Spirit of Fire, wir wissen jetzt, wer die Bergbauoperation der Verbannten angegriffen hat. Scheint, als ob die Geduld der Arche nicht unendlich sei. Reizt man sie zu sehr, schickt sie Wächter aus. Das muss mit dem Kartografen zusammenhängen, den die Verbannten nutzen. Jerome, ein Stück voraus wäre ein guter Ort für eine Basis. Isabel, gib Professor Anders alle Informationen über Blutsväter-Kontrolltürme, die sie braucht. Wir schicken eine Basis runter. Professor Anders wird sie so lange über ihre Mission informieren. Man kommt nur über einen Aufzug zum Kartografen. Der wird aber von den Verbannten kontrolliert. Um an ihn zu gelangen, müssen wir 3 Kontrolltürme in der Nähe des Aufzugs erobern. Ich markiere sie auf ihrer Karte. Wenn sie die Türme erobern, kann ich auf die Aufzugssysteme zugreifen. Die Verbannten wollen verhindern, dass wir den Kartografen erreichen. Sie werden uns mit allen Mitteln bekämpfen. Um die Türme zu erobern, brauchen Sie mehr Truppen, Spartan. Bauen Sie ein Nachschubmodul und einen Generator, damit Ihr Ressourcennachschub gesichert ist. Bauen Sie ein Luftfahrzeugdepot, damit Sie Lufteinheiten einsetzen können. Wir wissen, dass die Verbannten Wraith-Panzer in der Gegend haben. Sie brauchen Lufteinheiten, um sie effektiv zu kontern. Denken Sie daran, Lufteinheiten sind anfällig gegen Infanterie. Setzen Sie also die richtigen Einheiten für den passenden Job ein. Captain, Feindeinheiten bewegen sich auf Jeromes Position zu. Schaffen Sie ein paar Hornets runter, um die Wraiths zu beschäftigen. Machen Sie die Hornets scharf, Jerome. Da kommen sie. Da kommen noch mehr Feinde aus Richtung Osten, Spartan. Wir müssen die wohl ihre Wraiths herstellen. Das ist bestimmt nicht die einzige Anlage. In der Umgebung sind noch weitere verteilt. Wenn wir die Anlagen des Gegners sabotieren, verzögert das die Wraith-Produktion. Könnte uns später sehr behilflich sein. Professor, wir haben einen Kontrollturm erreicht. Erobern und halten Sie ihn, damit ich die Aufzugssysteme übernehmen kann. Denken Sie dran, jeder Turm, den Sie erobern, erlaubt es mir, die Kontrolle schneller zu erlangen. Wir haben einen Kontrollturm. Halten wir ihn auch, während wir die anderen einnehmen. Jerome? Isabel hat die Verteidigungsanlagen der Spirit of Fire aktiviert. Jerome, ich erhalte langsam Zugriff auf den Aufzug. Wenn Sie die anderen Türme einnehmen würden, ging es aber schneller. Wir sind kurz davor, die Schlacht zu gewinnen. Geschafft. Wir haben Zugang zum Aufzug. Unsere Basis wird angegriffen. Gute Arbeit, Leute. Der Weg zum Kartografen ist frei und wir haben die Wraith-Produktion der Verbannten erheblich gestört. So ein Sieg fühlt sich gut an. Es ist noch zu früh zum Feiern, Jerome. Finden wir erst einmal heraus, was Atriox mit dem Kartografen vorhat. Log Anfang. Senior Chief Petty Officer Alice 130. Ich habe es aus dem Außenposten rausgeschafft und einen feindlichen Konvoi zu einer ihrer Basen verfolgt. Sie halten dort einige unserer Soldaten gefangen. Ich werde sie nicht zurücklassen. Ich habe noch einen verlassenen Forschungsposten entdeckt und sollte so eine verschlüsselte Nachricht an den Captain senden können. Ich glaube nicht, dass sie auf Ärger gefasst sind. Zeit, ihnen welchen zu machen. Log Ende. Feind gesichtet. Wachsam bleiben. Kavallerie ist da! Waffen bereit machen! Wir holen alle raus! Das wird ein Spaß. Sie sind ein erfreulicher Anblick, Spartan. Ich dachte, wir würden sie nie wiedersehen. Wir haben nur einen Versuch für die Extraktion. Holen wir erst alle her, bevor wir das Taxi rufen. Bleib dicht bei mir und wir werden es schaffen. Da vorne sind noch mehr Zellen. Holt sie da raus! 3-0 meldet sich zum Eat. Da sind noch immer Leute von uns. Wir müssen sie zurückholen. Achtung, wir haben den Bären geweckt. Sprung, Bruce. Haltet Abstand. Wenn ihr einen fliegen seht, geht aus dem Weg, bevor sie landen. Diesmal keine Gefangenen. Soldaten, aufsitzen. Wir werden die Warthogs brauchen. Hoffentlich habt ihr den Cyclops gut in Schuss gehalten. Da wir jetzt alle haben, sollten wir zu Hause anrufen.
Wir können die Spirit of Fire nicht über ungesicherte Kanäle kontaktieren. Dazu brauchen wir den alten Forschungsposten. Rücken wir aus. Spirit of Fire, hier spricht Alice 130. Kommen. Schön, Sie zu hören, Alice. Wie sind Sie rausgekommen? Mit freundlicher Unterstützung eines Feindfahrzeugs. Ich habe einige unserer Leute gerettet und warte auf Abholung. Isabel hat ihre Position und schickt ihnen Pelicans. Sie hat auch feindliche Funksprüche abgefangen. Die Verbannten stürmen auf ihre Position zu. Wir halten die Stellung, bis sie kommen, Sir. Für eine Basis ist es dazu heiß, aber die Spirit of Fire steht zur Unterstützung bereit. Danke. Wir kommen zurecht. Alice, Ende. Alice, die Geschütze stehen bereit, um die Verteidigung zu verstärken. Spirit of Fire, hier unten wird's langsam ungemütlich. Wie lange noch bis zur Extraktion? Gleich da, Spartan. Halten Sie nur noch etwas durch. Spirit of Fire, die greifen mit allem an, was sie haben. Isabel, Archer-Raketen sofort abfeuern. Das wird sie nicht aufhalten, Sir. Das war knapp. Wo geht es jetzt hin, Sir? Ich unterstelle Ihnen Ihren Einsatztrupp für weitere Überfallangriffe gegen die Verbannten. Wollen Sie den noch mehr einheizen? Ich könnte noch mehr vertragen. Nur eine Frage. Wer sind diese Verbannten? Ich lasse Isabel ein Informationspaket für Sie zusammenstellen. Bald mein's Heil. Professor, wenn Sie den Kartografen erreicht haben, müssen Sie herausfinden, wofür Atriox ihn benutzt. Verstanden, Captain. Isabel hat mir alle Infos der UNSC über diese Gegend übertragen. Sieht aus, als müssten wir zum Kartenraum. Ich habe unterwegs Scans durchgeführt. Von der zentralen Kammer beim Kartenraum geht eine starke Energiesignatur aus. Ob sie von den Verbannten oder den Blutsvätern stammt, ist unklar. Seien Sie vorsichtig. Die Verbannten werden dort zahlreich vertreten sein und von den Wächterverteidigungen herzuschließen, werden sie die auch am Hals haben. Erstere wird Jerome erledigen, aber was die Wächter angeht... Erinnern Sie sich an das Spezialprojekt, von dem die Rede war? Ich denke, es ist Zeit für einen Testlauf. Ist zwar nicht ganz fertig, aber ich werde es ausprobieren. Ich erwarte Ihre Meldung von unten. Viel Glück. Da vorn. Dahin müssen wir. Kommen Sie. Klasse. Das war unser Weg rein. Spirit of Fire, wir haben ein Problem. Eine Art Energieschild blockiert den Weg zum Kartenraum. Können Sie es öffnen, Professor? Nun, wir sind am richtigen Ort. Die Energiesignaturen aus der zentralen Kammer müssen irgendwie mit diesem Schild verbunden sein. Spirit of Fire, das könnte dauern. Finden wir heraus, wie wir den Schild öffnen. Halt! Was war das für ein Geräusch? Banshees! Spirit of Fire, wir brauchen Wolverines. Stehen schon bereit, Jerome. Noch mehr Banshees. Holt sie runter, Wolverines. Professor, hier ist eine Art Blutsväterstruktur. Das ist die Steuerung für den Schild. Aber die Verbannten haben sie versiegelt. Ich würde den wissenschaftlichen Ansatz bevorzugen, aber sie werden ihn wohl für eine Zwangsabschaltung zerstören müssen. Finden wir es heraus. Leute, Feuer frei auf den Schaltkreis. Haben Sie das gespürt, Professor? Der Kartograf schickt Wächter. So will er sich selbst schützen. Die Wächter sind zu stark. Verschwinden wir. Scheint so, als würden Sie jetzt hierbleiben. Vorschläge, Professor? Wie steht es um unser Spezialprojekt, Isabel? Ist bereit, Professor. Sie sollten sich lieber an etwas festhalten. Was war das? Ein auf das Kommandosignal der Wächter ausgerichteter EMP. Klasse, Isabel. Gebiet gesichert. Zurück an die Arbeit. Jerome, die Wächter kommen zurück. Haltet euch von den Wächtern fern. Unsere Waffen sind wirkungslos. Isabel, wir brauchen noch einen EMP, um sie zu vertreiben. Oh. Geschafft. Wir haben den Energieschild zur zentralen Kammer geöffnet, Professor. Und jetzt? Finden wir es raus. Professor, halt! Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, stimmt's?
Puh, das stinkt. Nach Brutes. Die haben über diesen Weg bestimmt die Wächter umgangen. Okay, es gibt noch 3 weitere Schaltkreise. Gemeinsam regeln sie den Blutsväterschild, der unseren Weg in den Kartenraum blockiert. Sie müssen alle ausschalten. Hatte auch kein Zuckerschlecken erwartet. Passen Sie auf Wächter auf. Die kommen angeschwärmt, wenn sie die Schaltkreise angreifen. Dann machen wir besser schnell. Findet die Schaltkreise. Das war der erste Schaltkreis. Nur noch 2 übrig. Fast geschafft, Jerome. Eine noch und wir sind durch den Schild durch. Professor, wir haben Ingenieure. Jerome, schalten Sie die Ingenieure vor dem Schaltkreis aus. Ingenieur erledigt. Zielt auf die Schaltkreise. Achtung, die Verbanden schicken mehr Ingenieure. Das war der letzte. Wir haben ein neues Problem. Wächterprotektoren. Die sind nicht Teil des Schwarms. Wir sollten sie ausschalten können. Isabel, noch ein Schwarm blockiert den Zugang zum Kartenraum. Aktivier den EMP. Das hat sie erledigt. Das war's, Professor. Legen Sie los. Finden wir heraus, was Atriox vorhat. Unglaublich. Von hier habe ich Zugriff auf alles. Waffen, Umweltkontrollen, Biodiversitätsbibliothek und... das Portalnetzwerk. Captain Atriox hat mit Hilfe des Kartografen das Portalnetzwerk der Arche übernommen. Es gibt Tausende. Er hat die gesamte Arche abgedeckt. So kann er seine Truppen also überall gleichzeitig einsetzen. Das erklärt einiges. Professor, ich muss wissen, wie er das Netzwerk kontrolliert, damit wir es ausschalten können. Haben Sie alles? Ich würde ja gerne bleiben und mehr erfahren. Aber wir sollten besser aufbrechen. Zurück. Atriox Truppen sind für einen Frontalangriff zu stark und zu gut verschanzt. Er hat seine Truppen dank dem Portalnetzwerk über die ganze Arche verstreut. Das war sein größter Fehler. Dank Anders Informationen aus dem Kartografen wissen wir, dass Atriox zentraler Portalnetzwerksteuerknoten in der Nähe ist. Wenn wir ihn zerstören, können sie das Portalnetzwerk nicht mehr nutzen. Teile von Atriox Truppen werden dann feststecken und der Rest kann sich nicht mehr so leicht neu formieren. Dann hätten wir eine Chance. Die schlechte Nachricht ist, dass wir jede Menge Truppen der Verbanden in diesem Gebiet haben. Atriox weiß, was wir vorhaben. Die Verbanden werden den Portalsteuerknoten mit aller Macht verteidigen. Sie müssen jedes Portal auf dem Weg zum Steuerknoten eliminieren, sonst werden wir überrannt. Noch schlimmer. Unsere Aufklärer glauben, dass Decimus vor ein paar Stunden eingetroffen ist und nach Rache sinnt. Lassen Sie ihn diesmal nicht entkommen. Wir freuen uns drauf. Feinde auf dem Weg! Schneller, Grunts! Oder ich schmeiß euch in Ihre Richtung! Spirit of Fire! Wir sehen das erste Portal und kehren zur Basis zurück. Ohne einen Kampf schaffen wir es wohl nicht zurück. Soll mir recht sein. Dieses Mal sind wir vorbereitet. Jerome, das erste Portal ist markiert. Danke, Isabel. Wir haben unseren Befehl. Neutralisiert jedes Portal, bis wir bei der Steuereinheit der Verbanden sind. Habt ihr die Infos über die Halos gelesen, die hier gebaut werden? Riesige Ringe, die alles auslöschen. Die werden sich hinter den Verbanden anstellen müssen. Ich hol mir, was ich kann. Platz für den Mitflieger! Gegner neutralisiert. Douglas. Du siehst viel besser aus als bei unserem letzten Treffen. Ich hab's nicht länger im Krankenbett ausgehalten, also mache ich mich etwas nützlich. Aber beim nächsten Mal einfach ausweichen, ja? Nächsten Mal frisst der Dreck, verlass dich drauf. Die Verbanden schützen diese Seite besonders gut. Eventuell gibt es einen anderen Weg. Holt sie da raus! Kinderspiel. Sind wir froh, sie zu sehen? Da sind noch mehr! Helfen Sie ihnen bitte! Jerome,
Die Verbanden nutzen Zugriffsgeräte, um ihre Truppen durch die Portale zu bringen. Zerstören sie die Geräte, dann bekommen sie keine Verstärkung mehr. Wie sollen wir denn da nur rüberkommen? Wir haben die Verbanden vom Portal abgeschnitten. Gute Arbeit. Sie haben die Kontrolle verloren und wir können weiter zum nächsten Portal. Ist markiert. Nach einer ganz neuen Bedrohung aus. Isabel? Die Verbanden nennen sie Reaver, Flugabwehrläufer. Die Sprungfähigkeit nutzen sie für Überfälle. Das hat sicher wehgetan. Jerome, mit dem Abschuss des Reavers ist der Luftraum wieder sicher. Ich schicke Ihnen ein paar Hornets als Eskorte. Wenn Sie das nächste Portal erreichen, sollten Sie Aufklärer vorausschicken. Wir wissen nicht, was uns auf der anderen Seite erwartet. Verstanden. Wir hatten eh schon genug Überraschungen. Spirit of Fire? Wir haben Decimus gesichtet. Beschützt das Portal, sonst seid ihr völlig! Auf das Portal konzentrieren, Spartan. Decimus kann warten. Jerome, schicken Sie ein paar Aufklärer durchs Portal, um die Lage zu sondieren. Wir sollten da nicht blindlings durch. Was soll schon schief gehen? Captain, über dem Gebiet vor uns sind noch immer starke Energiesignaturen. Das ist eine Falle. Decimus richtet eine Todeszone ein. Jerome, umgehen Sie das Gebiet mittels der Portale. Verstanden, Zentrale. Ausradieren, bis ihr euch endlich unterwerft. Haut immer ab. Haben wir was Falsches gesagt? Portal erledigt. Weiter zum nächsten. Unsere Basis wird angegriffen. Schützt das Portal. Zermalmt die Menschen wie lästige Insekten. Komm nur her und versuch's, Decimus. Bald, kleiner Dämon. Sehr bald. Seien Sie vorsichtig, Jerome. Decimus hatte viel Vorbereitungszeit. Die Verbanden zeigten bisher erstaunlich große Kontrolle über die Archensysteme. Wer weiß, was sie damit alles gegen sie werfen können. Ganz recht. Wie lange wird es wohl dauern, bis sie ein Halo bauen können? Wir lassen ihnen keine Gelegenheit dazu. Da ist die Steuereinheit, Jerome. Zerstören Sie sie und die Verbanden können das Portalnetzwerk nicht mehr nutzen. Ihr habt es aber gehört. Feuert auf die Steuereinheit! Weiter so, das war's fast. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Ja, alle Portalsignaturen der Verbanden verschwinden. Halt, pass durch. Menschenpack, wisst ihr, was mich das kostet? Die Bergung zur Operation und die Portale. Mir kommen die Tränen. Sie, wie ihr seht, gibt es Verbesserungen. Ich wollte einen zweiten Versuch gegen den Champion. Aber sein Prügelknabe muss genügen. Habe ich euch von den Schreien der Menschen auf der anderen Basis erzählt? Monster! Bitte töten Sie ihn für mich. Eure arrogante Spezies wird sich unterwerfen. Euer Schicksal ist nur noch die Speiseplatte auf meinem Tisch. Die Arche gehört uns Menschen. Und niemand stellt sich unserer Macht in den Wild. Menschen, aber Atriox wird euch nicht von der Arche entkommen lassen. Wir kontrollieren diese Anlage und schon bald werden wir alle eure Welten erobern. Also schön, ich reiße dich mit bloßen Händen in Stücke. Das war's, jetzt macht ihn nieder! Macht das Beste aus dem Sieg, Menschen. Ich war euer Letzter. Der war mal hartnäckig. Kommt dir das nicht bekannt vor? Spirit of Fire, Decimus ist erledigt. War's das? Sind wir fertig? Gut gemacht, Leute. Schon bald sind wir wieder auf Augenhöhe. Captain, Banshees nähern sich. Sir, Captain Cutter. Isabel! Die Verbandenflotte greift die Spirit of Fire an. Kehren Sie zum Schiff zurück. Geschütze einfahren. 60 Sekunden erledigt. Jennings, sofort diese Luken schließen. Wie steht es um den Rumpfdurchbruch in Sektor 17? Mehrere Durchbrüche in Sektor 12. Reparaturen in 2 Minuten.
Steuerbordgeschütze ausgefallen. Captain, ich kann so nur schwer arbeiten. Können wir zurückschlagen? Verträge sind noch mehr Banshees gestartet. Tun wir das gerade? Tun wir, Professor. Überlassen Sie das mir. Kümmern Sie sich um die Arche. Maßnahmen ausgefallen. Steuerbordgeschütze ausgefallen. Mitten ins Hornissennest. Scheint so. Sofort evakuieren. Wie lange halten wir das durch? Nicht lange. Wir verlieren zu viele Kanonen. Es wird bald vorbei sein. Ich glaube, ich kann uns Hilfe besorgen. Können Sie das Portal öffnen? Nein. Wir erschaffen ein Halo. Was? Die Arche enthält in ihren zentralen Schmieden einen beinahe fertiggestellten Ring. Er dient als Notfallersatz, falls einer der anderen Ringe ausfällt. Ringe? Sie meinen die galaxievernichtenden Superwaffen, ja? Was das angeht, ich kann den Abschussmechanismus des Rings deaktivieren. Wir können ihn aber nur an eine der Positionen der ursprünglichen Ringe bringen. Isabel, der Master Chief hat einen Ring in der Nähe von Reach gefunden. Das wäre in Reichweite einer Funkbarke. Könnte klappen. Wie lange brauchen Sie? Meinen Berechnungen nach 12 Stunden. Wir haben keine 12 Stunden, Professor. Vielleicht 12 Minuten? Und wir können das nicht besiegen. Aber ich... Dazu brauche ich aber Hilfe. Inwiefern? Fürs Erste brauche ich Sie mit mir da unten. Isabel. Tut mir leid. Ich war recht lange auf der Arche. Sie sollten inzwischen ja wissen, dass dort bestimmte Regeln herrschen. Ich werde eine brechen. Eine wichtige. Wir müssen da und da Bodentruppen verteilen, um mir etwas Zeit zu erkaufen. Übernimmst du jetzt das Kommando über Bodentruppen? Zeit für was erkaufen? Auf diesem Schiff trafen die Monster ein. Es tötete alle meine Schutzbefohlenen. Und jetzt will es auch sie töten. Das lasse ich nicht zu. Es ist Zeit, ihnen zu zeigen, wer hier wirklich die Macht hat. Bestätigt, Professor. Die feste Überzeugung ist manövrierunfähig. Wann in etwa werden wir ihre Schilde durchdringen? Schwer zu sagen, Captain. Zu dem Ding hier gab's kein Handbuch. Ich werde die Kanone mit so viel Energie wie möglich füttern. Aber dann sind wir ein leichtes Ziel. Einverstanden. Douglas, der Verbandenträger ist Atriox größte Waffe und seine einzige Möglichkeit zum Hyperraumtransport. Er wird alles tun, um die Kanone zu zerstören. Alle Einheiten. Da ihre Portale vernichtet wurden, müssen die Verbanden mit den Truppen vor Ort zu einem normalen Frontalangriff übergehen. Um an die Kanonen zu kommen, müssen die Verbanden durch diese Engpässe im Osten und Westen. Wir haben dort UNSC-Schutzwände errichtet. Sie müssen unbedingt standhalten. Ich habe Überwachungsausrüstung an den Routen aufgestellt und kann Douglas warnen, wenn die Verbanden näher rücken. Lokale Einheiten. Und da Atriox all seine Truppen auf sie angesetzt hat, wird die Basis unter dem Träger nur schwach verteidigt sein, sodass Jerome und Isabel in sie eindringen können. Sie erwarten ihre Befehle, wenn sie die Schilde des Trägers überwunden haben. Stellung halten, Team. General... Jerome, hier ist Douglas. Wir haben den Schild des Trägers getroffen. Wird etwas dauern, durchzukommen, aber es funktioniert. Sehr gut. Wir machen uns auf den Weg. Beschäftigt so lange den Träger. Douglas, ich habe hier ein Warnsignal auf den Monitoren. Die Verbanden werden bald da sein. Geschütz errichtet. Douglas, da kommen Jäger aus dem Norden. Douglas, feindliche Infanterie im Anmarsch. Dieses Mal aus dem Nordosten. Sollte ein Zinnwechsel. Abmarsch, Männer! Douglas, die Monitore zeigen nichts an. Vorerst. Sieht aus, als hätten wir uns etwas Zeit erkauft. Überprüfen wir unsere Verteidigung und fordern mehr Truppen an, solange wir können. Infanterie und Panzer von Nordosten her im Anmarsch. Verstanden. Zielt auf die Wraith. Sie dürfen nicht durchbrechen. Ihr macht Kleinholz aus den Barrikaden. Packt ihn ab, los!
Sie sind unermüdlich. Jetzt kapiere ich, wie sie gegen die Allianz überlebt haben. Verforscht. Die schicken noch mehr Ghosts aus dem Osten. Douglas, einer ihrer Wraiths nähert sich unserer Basis. Ein Locust greift unsere Basis aus dem Osten hier an. Die kenne ich schon. Erledigen wir ihn, bevor er die Heimatbasis einebnet. Bodentruppen von Osten her im Anmarsch, auf direktem Weg zu unserer Basis. Ist wohl die Unterstützung für einen Locust-Angriff. Verteidigt die Basis, Leute! Infanterie von Nordosten. Die versuchen, einen Keil zwischen unsere Truppen zu treiben. Oh, eine Welle Kamikaze-Grunts nähert sich von Nordosten. Knallt sie ab, bevor sie explodieren! Wie ich die hasse. Schaltet sie von Weitem aus. Wenn die explodieren, wird's hässlich. Douglas, die Kanone hat die Schilde des Träges fast durchdrungen. Nur noch einen kurzen Moment. Alles klar, Professor. Denken Sie, die haben erstmal genug? Sieht nicht so aus. Eingehende Nachricht. Unverschlüsselt und nicht vom UNSC. Ich leite sie weiter. Ah, kleiner Spaten. Du hast dich von unserer Vorstellung erholt. Du brauchst wohl eine weitere Lektion. Das war er. Atriox. Vergessen Sie ihn. Wir müssen uns auf... alles konzentrieren, was die gerade auffahren. Gut. Ich muss ein bisschen Dampf ablassen. Fähigkeit bereit. Wie sieht es mit dem Schild aus? Hier unten wimmelt es von Verbanden. Wir sind fast durch. Halten Sie durch. Wir haben es fast geschafft. Verstanden. Douglas, Professor, der Schiffsmeister hat einige Lufteinheiten vom Angriff auf die Spirit of Fire abgezogen. Sie kommen zu Ihnen. Wir brauchen sofort mehr Flugabwehr. Geschütze Wolverines. Dann mal los. Hat geklappt. Die Schilde sind unten. Unterschuss, Professor. Bereit machen zur Extraktion zur Spirit of Fire. Jerome, hier Douglas. Schild ist unten. Du kannst loslegen. Verstanden, Douglas. Schaff deine Truppen da weg. Isabel loslegt. Alice, hier ist Jerome. Isabel und ich nähern uns der Verbandenbasis unter dem Träger. Verstanden, Jerome. Mein Team steht auf Abruf bereit, wenn ihr es braucht. Gut. Wenn der Schild des Trägers unten ist, müssen wir schnellstens mit dem Schwerkraftlift an Bord. Ich brauche dein Team abrufbereit, sollten wir auf Schwierigkeiten stoßen. Ich gebe euch Deckung, Jerome. Sorgt ihr dafür, dass ihr dorthin kommt. Viel Glück. Wir nähern uns jetzt der LZ für den Schwerkraftlift. Achtung, Feindkontakt! Achtung, wir stürzen ab! Nein, nein, nein! Zum Schwerkraftlift zu gelangen wird nicht ganz so einfach wie gedacht. Jerome, der Funk explodiert gerade förmlich. Die Verbanden sind auf dem Weg. Scharfschützen, hier ist Sergeant Alieri. Die Verbanden haben uns überrascht und Jeromes und Isabels Pelican auf dem Weg zum Schwerkraftlift abgeschossen. Treffen Sie sie an der Absturzstelle für neue Befehle. Feinde im Visier. Kamikaze Grunts! Schalten Sie aus der Ferne aus! Alle. Passen Sie auf. Die Verbanden legen getarnte Minen aus. Finden Sie sie und schalten Sie sie aus. Die Verbanden benutzen Tarntechnologie. Aber Sie haben noch Detektoren, die getarnte Einheiten aufspüren können, nicht wahr? Leute, Jeromes Pelican ist da vorne abgestürzt. Bringt mich hin, ich erledige den Rest. Anführerfähigkeit bereit. Ah, und ich dachte, ich könnte heute einen Spartan retten. Schön, euch hier zu haben. Wir brauchen eure Augen, um weitere böse Überraschungen zu entdecken. Legen wir los. Wir müssen uns um die Verbandenbasis zwischen uns und dem Schwerkraftlift kümmern. Captain, wir brauchen Verstärkung, um uns im Aufzug durchzukämpfen. Danke für die Hilfe, Sir. Der Verbandenfunkverkehr nimmt zu, Jerome. Die wissen, dass wir da sind. Captain, wir nähern uns der Basis. Greifen die Feindbasis an. Wir sollten näher ran und Ziele für die Kodiaks finden. Die machen dann Kleinholz aus der Verteidigung. Wird anvisiert. Ab! Gute Arbeit, Leute.
Captain, die Verbandenbasis ist erledigt. Jerome, zum Schwerkraftlift, bevor ich es mir anders überlege. Die Geschütze beim Schwerkraftlift sind immer noch aktiv, Jerome. Wir brauchen ein paar schwere Panzer. Dafür haben wir alles. 1-3-0, verstanden? Wir sind soweit. Verstanden, Jerome. Wird doch Zeit. Ich dachte schon, du willst diesen Krieg ganz allein gewinnen. Ich will ja kein Spielverderber sein. Aber die Verbanden verteidigen den Schwerkraftlift mit Flak. Isabel ist bei mir. Ich kann keinen Frontalangriff riskieren. Ein Pelican kommt an der Flak nicht vorbei. Jemand muss sie flankieren und ausschalten. Okay. Wir können an diesen drei Positionen Korian stationieren, um die Geschütze gleichzeitig zu beschießen. Du wirst durchkommen, ohne dass die Verbanden etwas mitkriegen. Anführerfähigkeit bereit. Verteidigungsstellungen. Kodiaks! Feuer frei auf die Generatoren! Los, Team! Ich komme dazu, wenn es Probleme gibt. Wir müssen die Kodiaks beschützen. Wenn sie es sehen, kann ich darauf schießen. Kodiak einsatzbereit. Wir blinken. Wir produzieren keinen Nachschub. Fordern Sie einige Nachschubmodule an. Das ist die erste Position. Bringen wir einen unserer Kodiaks dorthin. Trianguliere Ziele. Jetzt weiter zur zweiten und dritten Position. Beschützt die Kodiaks. Der Feind weiß, dass wir kommen. Wir produzieren... Team, wir nähern uns dem zweiten Einsatzort. Bringt einen weiteren Kodiak in Position und dann weiter. Kodiaks, Feuer! Douglas hier. Der Schild des Trägers ist unten. Du kannst loslegen. Verstanden, Douglas. Bring deine Truppen in Sicherheit. Die sollten nachher nicht mehr hier unten sein. Das gilt auch für dich, Alice. Es ist soweit, Isabel. Bereit? Definitiv. Noch keinem Spartan-Einsatz. An die Arbeit. Unser Auftritt war nicht gerade subtil. Okay. Jetzt muss ich nur noch ihr... Hab's. Die Truppen sind in Sicherheit. Ich lege jetzt los. Lassen Sie mich bitte nicht zurück. Was tust du denn? Nein, bitte nicht!
Das war's. Zeit zu verschwinden. Wow. Sie hatten gut zu tun. Nicht so viel wie du. Mist. Der Schwerkraftlift. Und was jetzt? Du hältst dich gut fest. Halt! Halt dich in deinem Kleider! Vertrag zu erfüllen. Aber wie? Bring so viele wie möglich auf den Ring. Nimm ihn den Menschen ab. Beweise, dass du deinen Preis wert bist. Vor etwa 30 Minuten haben wir den Kontakt zu mehreren Landungstrupps auf dem neuen Halo-Ring verloren. Kurz darauf wurde ein massiver Verbandenangriff bestätigt. Wird ein neuer Ring gestartet, aktiviert die Arche Zugangspunkte, damit Wächter ihre Arbeit abschließen können. Atriox muss seine Truppen über diese Punkte schicken. Wir müssen den Aufmarsch der Verstärkungen an diesem Zugangspunkt aufhalten, bevor unsere Truppen auf dem Halo überwältigt werden. Danach können wir unsere Truppen nach oben schicken, um die Verbannten vom Ring zu vertreiben. Und Captain, wenn ich das hinzufügen darf, versuchen Sie, den Schaden auf ein Minimum zu begrenzen. Die Gießerei ist praktisch der Geburtsort aller Halos. Wir könnten noch so viel über Hyperraumreisen und Schwerkraftmanipulationen lernen oder die größten Waffen aller Zeiten bauen. Also jagen Sie sie einfach nicht hoch. Führen die Verbanden über den Zugangspunkt mehr Truppen auf den Ring. Wir müssen die Gießerei erreichen, damit keine Verbanden mehr auf den Ring gelangen. Der Plasmastrahl dieses Scarabs könnte die Barrikaden der Verbanden leicht zerstören, wenn wir ihn erobern können. Da weiß ich genau die Richtigen. Alice, Douglas, kämpfen Sie sich durch und erobern Sie den Scarab. Mit Vergnügen. Wehrt sie ab! Spirit of Fire! Wir brauchen Unterstützung! Wir schaffen das nicht allein! Unterstützung ist unterwegs. Haltet durch. Setz uns hier ab. Danke, Spartans. Wir haben noch keine großen Fortschritte gemacht, seit wir hier sind. Das werden wir ändern. Wird erledigt. Neue Befehle. Wir müssen einen Scarab erobern, um die Barrikaden zu zerstören. Das muss ich sehen. Unsere Kanonen gehören euch. Blisterbacks bewachen das Tal. Zur Sicherheit sollten wir die am besten direkt ausschalten. Beeilung. Sie schicken mehr Truppen zum Scarab. Er ist wohl fast repariert. Wenn wir ihn nicht erreichen, bevor die Verbanden ihn repariert haben, bleiben wir an ihrer Verteidigung hängen. Weißt du, Alice? Ich wollte schon immer mal so ein Ding fahren. Okay, dann. Einer von uns sollte sowieso am Boden bleiben. Sag nicht, dass ich dir nichts gönne. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Zerstören Sie die Anlagen, dann bringen die weniger Truppen aufs Halo. Wir wollen wirklich nicht, dass wir den Scarab kriegen. Schade. Treibt sie zusammen und macht sie nieder. In der Nähe ist noch ein Blisterback. In Bewegung. Achtung, Feindbeschuss. Ihr werdet unseren Scarab nicht bekommen, Dämonen. Schiffsmeister, ich habe die Position der Menschen. Spartans, ein Ehrengard ist der Verbanden, überwacht die Reparatur des Scarab. Ist schon was her, dass ich das Vergnügen mit einem Ehrengardisten hatte. Ihr habt unseren Träger zerstört, Dämonen. Ich werde eure Asche in alle vier Winde verstreuen. Ich, Belsa. Der Ehrengardist ist raus aus dem Kampf. Douglas, du bist dran.
Ich bin in irgendwas getreten. Douglas, zerstör die Barriere. Wir haben schließlich nicht alle ein Scarab. Douglas, der Scarab ist ungeschützt vor Lufteinheiten und Fahrzeugabwehr. Halten Sie Truppen bereit, um schnell auf Angriffe reagieren zu können. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Verstanden, Sir. Barrikade zerstört, Alice. Schick sie rein. Rein da, Männer. Alice, beschützen Sie den Scarab, bis er die Barrikaden zerstört und einen Weg für unsere Truppen freigeräumt hat. Die Basis zerstören. Wir brauchen jeden Vorteil, um weiter vorzurücken. Alice, wir müssen dir auch sein besorgen. Errichten Sie eine Basis. Wir werden zusätzliche Truppen brauchen. Banshees, haltet sie vom Scarab fern! Die Verbanden haben Basen am Rand der Gießerei errichtet. Sie schicken über den nahen Zugangspunkt Truppen zum Halo. Zerstört diese Basenteam. Wir müssen verhindern, dass die Verbanden Verstärkungen auf den Halo schicken. Sonst können unsere Truppen ihn nicht halten. Meiner Schätzung nach bleibt uns nicht viel Zeit. Sorgen wir dafür, dass wir gewinnen. Spirit of Fire, die Barrikade ist zerstört. Wir haben freie Bahn zur Gießerei. Gute Arbeit, Team. Der Scarab muss funktionsfähig bleiben. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Ich hab noch eine Route geöffnet. Wir können los. Verbandenbasis entdeckt direkt voraus. Douglas, räumen wir auf. Das habe ich gehört. Quartier-Upgrade abgeschlossen. Wenn wir die Basis nicht bald zerstören, können wir die Verbanden nicht aufhalten. Noch eine Basis zerstört. Weiter zur Halo-Gießerei. Melchis, halten Sie mir vom Leib. Ich bin beschäftigt. Ein Begrüßungskomitee erwartet uns. Artillerieeinsatz. Schaltet schnell die Blisterbacks aus. Der Blisterbacks nähert sich. Seid bereit. Das war's. Jetzt können Sie keine Truppen mehr schicken. Das war spaßig. Wie lauten die nächsten Befehle? Wir brauchen sie auf dem Ring. Wir haben die Verstärkungen der Verbanden zwar aufgehalten, aber Atriox hat schon eine starke Streitmacht da oben. Über den Zugangspunkt gelangen Sie auf den Ring. Platzieren Sie hinter sich eine Sprengladung. Jerome ist auf dem Weg. Melden Sie sich dann bei ihm. Jawohl, Sir. Wird schön, das ganze Team wieder beisammen zu haben. Wir haben den Zustrom an Verbandenverstärkungen auf dem Ring gestoppt. Aber Atriox konnte eine Stellung bei der Alpha-Basis errichten. Unsere Truppen wollten den Kontrollraum des Rings erreichen, aber die Zugänge werden von einem Schild versperrt. Ich muss in den Kontrollraum, um die Waffensysteme des Halos zu deaktivieren und unseren Sender anzubringen. Wenn ich das nicht schaffe, schicken wir kein SOS nach Hause, sondern nur eine sehr große und tickende Bombe. Wenn Atriox den Halo kontrolliert, wird er zur Gefahr für alles Leben im Radius von Hunderten von Lichtjahren. Wir müssen die Verbanden vom Ring vertreiben. Das ist Ihre Aufgabe, Team Rot. Captain, deine Truppen kämpfen fast so entschlossen wie meine Jirahani-Brüder. Ich bin beeindruckt. Du und ich sind beide Überlebende. Das respektiere ich. Darum schlage ich vor, nimm deine Truppen, dein Schiff und verschwinde. Ich werde euch nicht weiter verfolgen. Hast du den Menschen, die du beim Außenposten massakriert hast, das gleiche Angebot gemacht? Wir bleiben. Wir unterhalten uns doch nur, weil du weißt, dass ich dir diese Arche entreißen werde. Glück, Verrat. Nur deshalb bist du noch am Leben, Cutter. Also gut. Ich bewundere deinen Kampfgeist, Captain. Aber du hast dein kleines Schiffchen gerade zum Tode verurteilt. Und bleib! Wie habt ihr nur ohne mich überlebt? Du musst immer angeben, was, Alice? Wer übernimmt den hier? Ich glaube, ihr beide hattet genug Spaß. Spirit of Fire, die Basis ist gesichert, aber unsere Truppen sind verstreut. Sammeln Sie so viele Sie können, aber erreichen Sie den Kontrollraum und deaktivieren Sie den Halo, bevor er aufbrechen kann. Wird erledigt, Sir. Team Rot, Feindkontakt an der Barriere. Wir werden Sie nicht lange halten können.
Stellung halten, Team Rot. Was ist das für ein Geräusch? Aus der Installation kommt ein Retterwächter. Das sind die stärksten Verteidiger der Arche. Weil wir ja sonst nichts zu tun haben. Als der Halo die Arche verließ, wurden die Sicherheitsprotokolle verschärft. Aber das könnte uns nützlich sein. Kann jederzeit losgehen. Unsere Basis wird angegriffen. Alle Einheiten. Das war kein Kinderspiel. Er wird sich reparieren und sehr bald zurückkehren. Ich habe 3 Kontrolltürme markiert. Sichern Sie sie, dann kann ich den Retterwächter kontrollieren. Bis dahin, halten Sie sich von ihm fern. Was würde ich für einen einfachen Kampf geben? Feind sichten, Feind erschießen, ab nach Hause. Konzentrieren wir uns auf die Sicherung der Türme, Team Rot. Alle zählen auf uns. Vorsicht vor dem Retterwächter. Er betrachtet jeden als Bedrohung. Das war der erste Turm, Professor. Okay, damit ist das System für mich offen, aber ich habe keinen Vollzugriff. Wenn Sie die anderen Türme auch erobern, kann ich schneller die Kontrolle übernehmen. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Sagen Sie mir einfach, wo der Feind steht. Gute Arbeit. Damit werden die Verbanden weniger Verstärkungen ins Feld schicken können. Das waren alle Türme, Professor. Ich bin drin, aber ich brauche etwas Zeit, um alles zu kalibrieren. Die Hälfte haben wir, Leute. Weiter so. Vorsicht, der Retterwächter unterscheidet nicht zwischen uns und den Verbanden. Wir haben es fast geschafft, Team. Nicht locker lassen. Ich habe den Retterwächter unter Kontrolle. Zum Schildgenerator, Team Rot. Ich räume den Weg frei. Sind unterwegs, Professor. Professor, der Retterwächter ist zurück. Aber dieses Mal unter unserer Kontrolle. Zumindest vorerst. Sichert das Gebiet für die Professorin. Zurück. Schauen wir mal, was unser Freund drauf hat. Wir sind drin. Okay, Team. Bereiten Sie sich auf die Verteidigung des Kontrollraums vor, während die Professorin die Waffen des Rings deaktiviert und den Sender einrichtet. Professor, wie läuft's im Kontrollraum? Bin drin. Ich habe die Waffensysteme des Halos gefunden. Ich deaktiviere sie und bringe den Sender an. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Jerome, Atriox wird alles auffahren, was er hat. Sie müssen die Stellung halten und die Professorin im Kontrollraum beschützen, bis sie alles erledigt hat. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Die Uhr tickt und wir haben keine Zeit, um eine Basis abzusetzen. Sie müssen sich mit Geschützen verteidigen. Bringen Sie sie schnell in Stellung. Neue Truppen werden direkt von der Spirit of Fire geschickt, sobald sie einsatzbereit sind. Und ich habe sämtliche Waffensysteme scharf gemacht, um ihnen so weit wie möglich helfen zu können. Okay, Leute, an die Arbeit. Viel Glück. Bis die Professorin ihre Arbeit erledigt hat. Keine Sorge, Sir. Wir geben ihr Deckung. Und wir scheinen jetzt schon Gesellschaft zu haben. Dieser Kontrollraum hat ein Schild, aber der wird nicht lange halten. Halten Sie sie im Zaum. Die Waffen der Spirit of Fire stehen zu Ihrer Verfügung, Spartan. Lassen Sie uns mitmischen. Geschütze und Reparaturdrohnen einsatzbereit. Fordern Sie sie an, wenn nötig. Die Spirit of Fire wartet auf Ihren Befehl, Jerome. Setzen Sie alles ein, um die Professorin zu beschützen. Jede Menge Verbannte im Anmarsch auf ihre Position, Team. Waffen durchladen. Keiner übertritt diese Linie. Team Rot, die Truppen der Verbannten werden von Warlords angeführt. Wenn wir die ausschalten, können wir ihre Befehlskette unterbrechen. Verstanden. Geht doch nichts über ein wenig Chaos. Wir schicken die Verstärkung direkt vom Schiff, sobald sie einsatzbereit ist. Team Rot, Verstärkung für Sie steht bei der LZ bereit. Warlord außer Gefecht. Wir haben jetzt Verstärkung für Sie, Team Rot. Warlord erledigt.
Wie sieht's aus, Professor? Kompliziert. So viele Protokolle. Ich habe ungefähr die Hälfte geschafft, brauche aber mehr Zeit. Beeilen Sie sich, Professor. Wir verschaffen ihr Zeit, Sir. Verstärkung steht für Sie bereit, Team Rot. Scarab im Anflug! Was? Bleiben Sie dran, Professor. Dafür sind wir hier. Isabel, wie steht es um das neue Kanonenboot? Wir brauchen es jetzt. Condor ist unterwegs. Geht doch nichts darüber, neue Ausrüstung im Gefecht zu erproben. Meine Crew ist einsatzbereit, Sir. Wo brauchen Sie uns, Sir? Nehmt den Scarab aufs Korn. Er darf den Kontrollraum nicht erreichen. Rache ist süß. Knallt ihn ab, Leute. Freundliche Maßnahmengenehmigung unter Beschluss. Garrett erledigt. Professor, wie sieht's aus? Bin fast fertig. Moment. Okay, geschafft. Der Ring ist deaktiviert und das Kommunikationsrelais angebracht. Feindliche Fahrzeuge nehmen mich unter Beschuss. Das ist leider etwas komplizierter. Ich muss runter in den Ring und ihn dort anbringen. Ich brauche mehr Zeit. Wir verlassen uns auf Sie, Professor. Jerome, halten Sie den Kontrollraum um jeden Preis, damit die Professorin einen Rückweg hat. Ich lasse niemanden zurück. Verstanden, Sir. Wachsam bleiben, Team. Wir haben jetzt Verstärkung für Sie, Team Rot. Sir, wir können Sie nicht ewig aufhalten. Professor, die Zeit läuft ab. Die Kommunikationsmatrix ist fertig, aber wie Sie selbst sagten, wir können erst los, wenn alle Verbanden weg sind. Ich habe hier was, was uns dabei helfen könnte. Egal, was es ist, es muss funktionieren. Er ist zurück. Stellen Sie durch. Glaubt ihr, ihr könnt gegen mich bestehen? Gegen mich, der der Allianz selbst getrotzt hat? Zugehört, Atriox. Die Arche ist jetzt unsere Heimat und sie steht unter unserem Schutz. Das reicht es aber. Ich habe genug gehört. Captain, ich dachte, noch wütender könnte er nicht werden. Sie hängen in den Seilen, Captain, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie mehr schicken. Professor, wie lautet der Plan? Ich kontrolliere die Schwerkraftanker des Halos, Captain. Die Truppen sollen sich bereit machen. Wir haben einen feindlichen Scarab zerstört. Die Truppen sind aus der Bahn, Professor. Was immer Sie vorhaben, tun Sie es jetzt. Ich glaube, das ist keine Option mehr.
Professor Anders, es muss einen Weg geben. Keine Sorge, Captain. Sobald ich im Soul System bin, setze ich die Funkbarke frei. In ein paar Wochen sollte ich Professor. Einen Weg zurück zu ihm gefunden haben. Captain? Sind die anderen in Sicherheit? Ja, Sir. Ankunft auf der Spirit of Fire in 5 Minuten. Zeig mir die Karte. Wir haben viel zu tun, bis sie zurück ist. Aye, Captain. Sullivan, unsere Drohnen haben etwas entdeckt. Schauen Sie mal. Irgendeine Art Tarnung. Ich kann nichts Genaues erkennen. Wechsel zur Einstellung 24, Weitwinkel. Ingenieure der Verbannten, geben Sie dem Captain Bescheid. Was auch immer die tun, wir müssen schleunigst darunter. Vaughn, Sie und die Boomerang Company haben Einsatzbefehl. Verstanden, Spirit of Fire. Und wie kommen wir runter, Höllensprenger? Mit den Füßen voran! Zurück sind, backe ich Ihnen einen Kuchen, Quinn. Bis dahin brauchen wir eine visuelle Bestätigung, was die Verbannten vorhaben. Der feindliche Operationsort liegt direkt voraus. Aber irgendein Tarnfeld versperrt den Weg. Um das Tarnfeld deaktivieren zu können, müssen wir wissen, was genau da vor sich geht. Die Spirit of Fire meint, die Verbannten könnten Blutsväter-Technologien einsetzen, um ihre Operation da unten zu verhüllen. Sehen wir mal, was da dran ist. Zeit für einen Trip, Höllensprenger. Boomerang Company, hier ist die Spirit of Fire. Der Captain hat die India Company angewiesen, ihr Team zu unterstützen. Verstanden, Spirit of Fire. Legen wir los, Höllenspringer. Die zusätzlichen Waffen können wir brauchen. Boomerang Achtung, Vaughn. Wir haben hier eine neue Art Wächter. Greife den Feind an. Wir können wohl dieselbe Gastfreundschaft erwarten. Sollen die Aliens sich erstmal darum kümmern? India Company hier. Wir haben uns auf dem Weg nach unten aufgeteilt, da wir den Verbannten kein zu großes Ziel bieten wollten. Gute Entscheidung. Halten Sie Ihre Flammenwerfer bereit. Sie kommen mit uns, Höllenbringer. Verbündete voraus. Einer dieser neuen Wächter hat Sie festgenagelt. Er hat auf der Rückseite keinen Schild. Beschießt ihn von hinten! Wolverines von der India Company stehen jederzeit bereit. Halten Sie die Augen nach allem offen, das uns helfen könnte, zu verstehen, was die Verbannten vorhaben. Ich habe Sichtkontakt zu einem Teleporter. Scheint der einzige Weg vorwärts zu sein. Schalten Sie ihn ein. Der Teleporter lädt sich auf. Vaughn. Sich vor Atriox rechtfertigen. Außerdem hat die Kolonie neue Befehle für uns.
Unsere Ingenieure haben das Tarnfeld über unsere Operationsbasis und den Kontrolltürmen in der Nähe aktiviert. Unser Befehl lautet, die Stellung zu halten und die Kontrollwächter davon abzuhalten, die Kontrolltürme anzugreifen. Das Tarnfeld muss um jeden Preis intakt bleiben, damit unsere Operation vor den Menschen verborgen bleibt. Wir haben Berichte über Aktivitäten der Menschen in der Gegend. Der Befehl der Kolonie lautet, zu verhindern, dass sie herausfinden, was wir hier tun. Ein Versagen wird nicht toleriert. Schnell! Beschießt ihn von hinten, solange er vom Hologramm abgelenkt ist. Und haben wir noch einen Kontrollwächter ausgeschaltet. Die Spirit of Fire genehmigt den Einsatz von Holoködern. Wenn wir noch mehr von denen begegnen... Verlassen Sie sich darauf, Quinn. Die Wächter hier nehmen ihren Job ja ziemlich ernst. Zum Deaktivieren des Tarnfelds müssen wir diese Kontrolltürme ausschalten. Der Teleporter ist aktiv. Na los! Kontrollwächter, voraus! Der beschützt bestimmt einen Kontrollturm in der Nähe. Schalten wir ihn aus, während er sich auf die Verbanden konzentriert. Erledigen Sie schnellstmöglich! Gebiet gesichert. Erobern wir den Kontrollturm und fordern einen Basisabwurf an. Die Verbanden wissen, dass wir hier sind. Wir werden also Verstärkung brauchen. Lokale Einheiten. Ich starte einen Scan. Ziemlich klarer Fall. Die Kontrolltürme versorgen das Tarnfeld mit Energie. Sobald wir alle Türme eingenommen haben, können wir das Tarnfeld ausschalten und herausfinden, was die Verbanden vor uns verstecken. Aktiviert ein Holoköder, um ihn abzulenken. Vaughn, wir haben eine neue Verbandeneinheit entdeckt. Sieht aus wie ein kleiner Mac, ähnelt einem Lockfest. Vaughn, ich empfange ein freundliches Kommunikationssignal. Hört doch jemand? Ist die India Company, zweite Wolverine-Staffel. Wir werden von den Verbanden gefangen gehalten. Wiederholen. Sieht so aus, als hätte die India Company noch immer Leute da draußen. Die Feuerkraft könnten wir brauchen. Halten Sie die Augen nach ihnen offen. Aber diese Knoten haben Priorität. Was auch immer die Verbanden tun, das hat die Wächter in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Es muss etwas Gewaltiges sein. Die Wächter werden nicht aufgeben, bis es vorbei ist. Machen wir uns auf weitere Gefechte gefasst. Was zum Geier ist das? Eine Art Jäger. Aber größer als alle, die ich je gesehen habe. Wir brauchen sofort Infanterie-Abwehreinheiten. Vaughn, hier ist noch ein Holoprojektor. Ich weiß, dass ihr da draußen seid. Und ich weiß, dass ihr zuhört. Ich habe eine Botschaft der Kolonie für euch. Eure Anstrengungen sind zwecklos. Lasst sie sein und wir lassen euch schnell sterben. Macht weiter so und euer Leiden wird lange und schmerzhaft sein. Hört sich an, als wären wir auf der richtigen Spur. Nightingale wird beschossen! Brauche Unterstützung! Ein Kontrollwächter hat reagiert! Bereithalten! Kontrollwächter in der Gegend. Höllenbringer? Haltet die Augen offen. Kann mir jemand helfen? Ich bin völlig wehrlos. Erledigt alle Feinde. Noch einer von diesen Jägern. Erledigt ihn. Wissen Sie, ich mag Aliens, die weniger nach Aliens aussehen. Ein Wächter ist auf dem Weg. Waffen bereithalten. Alle Türme gehören uns. Den gesammelten Informationen nach müssen wir nur noch auf ein Terminal zugreifen, um das Tarnfeld abzustellen. Ich habe den Terminal-Standort auf der Karte markiert. Auf geht's! Los an! Moment, Vaughn. Wir wissen ja, wie die Wächter auf die Eroberung der Kontrolltürme reagieren. Was denken Sie, was die tun werden, wenn wir das Feld abstellen? Wir haben keine Wahl. Stellen wir sicher, dass wir eine ausreichend schlagkräftige Streitmacht haben, um uns zu verteidigen, wenn wir das Ding ausschalten. Und Sie haben sogar einen Retterwächter! Glauben Sie, die haben genug geschickt? Denkt euch rein, Höllenspringer! Quinn, die Drohnen reparieren den Retterwächter. Irgendwelche Vorschläge? Dann scheint sie zu steuern. Greifen Sie die Wächteraggressoren an. Okay, hier kommen wieder die Wächteraggressoren. Der Schwarm stürzt sich direkt auf uns. Der Retterwächter ist unser Primärziel. Feuer darauf konzentrieren.
Schwarm nähert sich! Wir haben es fast geschafft, Leute! Nur noch ein kleines bisschen! Rück zu und passt auf die Aggressoren auf! Feuer frei! Schaltet den Ritterwächter aus! Wir erhalten gerade die Daten. Blutsväter. Sieht aus wie... Ist das etwa ein Schiff? Die Verbanden haben die Kontrolle über ein Blutsväterschiff erlangt. Das klingt übel. Wenn sie es schaffen, das Ding von der Arche zu bringen, können sie genug Verstärkung anfordern, um uns unter ihren Brutes zu begraben. Die Vorstellung habe ich echt nicht gebraucht. Sorgen wir dafür, dass es dazu nicht kommt. Als Isabel und Jerome die feste Überzeugung zerstörten, strandeten die Verbanden genau wie wir auf der Arche. Doch jetzt haben sie einen Weg gefunden, das Patt zu beenden. Ihre Ingenieure hacken sich in die lokalen Systeme der Arche, um das Schiff startbereit zu machen. Können sie die Ingenieure aufhalten, wenn wir diese Systeme finden? Die Scans der Spirit of Fire bestätigen ein Terminal in der Nähe des Schiffes. Ich habe ein Dechiffrierungspaket. Schauen wir mal. Okay, das ist dann unser Plan B. Zuerst greifen wir mit den Condors an. Übertragungen von den Condors zeigen mehrere Ladesäulen, die mit dem Schiff verbunden sind und es mit Energie zum Starten versorgen. Wenn wir das Schiff nicht erreichen, können wir seinen Start unmöglich verhindern. Gehen wir da runter und deaktivieren diese Ladesäulen. Vaughn, unsere Techniker haben die Startrichtung des Schiffes berechnet, um herauszufinden, wohin es fliegen soll. Wie sich herausstellte, zielt es auf uns. Es ist immer noch auf Kollisionskurs mit der Spirit of Fire. Ziele! Die Verbanden versuchen gar nicht, Verstärkung zu holen. Sie wollen das Schiff als Waffe einsetzen. Ein direkter Treffer würde die Spirit of Fire vernichten. Verständigen Sie den Captain. Wir müssen das Ding sofort aufhalten. Und dazu müssen wir erst diese Ladesäulen deaktivieren. Gesichert! Wir sollten dabei direkte kinetische Treffer landen. Fertig. Sagen Sie einfach, schießen Sie drauf! Ich weiß nur, dass das den Wächtern gar nicht gefällt. Vaughn, das Verteidigungssystem der Blutsväter hat das Ladesystem wohl unter die Bodenplatte gefahren. Wir brauchen jetzt ein richtig großes Kaliber, um diese Plattform auszuschalten. Da gibt's nur eins. Wir brauchen sofort einen Colossus, Mac. Kontaktieren Sie die Spirit of Fire und fordern Sie einen Basisabwurf und einen Colossus-Landeplatz an. Hier gibt es zwei mögliche Standorte für eine Basis. Wir müssen schnell handeln, da der Startvorgang gerade eingeleitet wurde. Was ist auf dem Weg? Achtung! Bringen Sie den Kolossus zu der Ladesäule und zermalmen Sie sie! Die Verbanden wollen uns daran hindern, die Ladesäule zu erreichen. Zeigen wir denen, zu was ein Kolossus imstande ist. Bodentruppen nehmen Sie unter Beschuss! Es funktioniert. Die Ladesäule deaktiviert sich. Bodentruppen nehmen mich unter Beschuss. Fehler. Startvorgang fehlerhaft. Uragok, kompensieren. Menschliche Störer aufhalten. Das hat den Start des Schiffes verzögert und uns wertvolle Zeit verschafft. Wir müssen einen Kolossus zu jeder dieser Ladesäulen bringen, um sie auszuschalten. Sobald alle erledigt sind, sollte das Energiefeld um das Schiff verschwinden. Dann sollten wir nah genug rankommen, um es ein für alle Mal zu erledigen. Wir machen Fortschritte, Leute. Immer dranbleiben. Kontrollwächter, Achtung! Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Sehen Sie den Strahl? Er ist mit einem lokalen Energieknoten verbunden. Wenn wir den ausschalten, schwächt das vielleicht seine Schilde. Er patrouilliert. Also wartet, bis er wieder weg ist. Energieschild versagt. Ihr wisst, was zu tun ist. Auf die Rückseite konzentrieren. Zweite Ladesäule außer Gefecht gesetzt. Wir stehen unter Beschuss!
Sieht gut aus. Weiter so. Ladesäule gesichtet. Schicken Sie einen Kolossus. Vorn. Wir sehen einen Haufen Sprengstoff, der darauf wartet, in das Blutsfelder-Schiff geladen zu werden. Sieht nach einer guten Gelegenheit aus, Unruhe zu stiften. Wenn die so scharf auf eine Explosion sind, lassen wir sie nicht warten. Ladesäule erledigt. Letzte Ladesäule gefunden. Wenn wir so weitermachen, können wir es vielleicht noch schaffen. Feld deaktiviert. Das Schiff erhält keine Energie mehr. Aber wir können die Ladevorrichtungen nicht ewig gegen die Verwandten verteidigen. Dann sind wir noch nicht fertig. Da wir uns dem Schiff jetzt gefahrlos nähern können, sollten wir da rein und es flugunfähig machen. Bewegung, Höllenbringer! Wir müssen den Start verhindern! Gebiet gesichert! Quinn, auf zum Terminal! Brechen wir den Start endgültig ab! Sekunde! Gut, der Start ist abgebrochen! Gut gemacht, Quinn! Dann wracken wir das Schiff mal ordentlich ab, damit sie es nicht wieder flott kriegen! Vernichtet sie gemeinsam! Die kommen auch in allen möglichen Formen daher, was? Unsere Basis wird angegriffen. Sieht aus, als würde der Große den kleinen Großen beschwitzen. Feuer zuerst auf die Goliaths konzentrieren. Legt ihre Schilde lahm. Ich will ihn wieder im Boot sehen. Geht mir auch so. Bringen wir ein paar Sprengladungen aufs Schiff, Höllenspringer. Sprengladungen bereit. Quinn, fahren Sie das Schiff wieder in den Untergrund. Wenn der Sprengstoff explodiert, sollte es besser nicht an der Oberfläche sein. Spirit of Fire, hier ist die Boomerang Company. Mission erfolgreich. Kommen. Gute Arbeit, Boomerang Company. Wir schicken Ihnen Hornets für die Extraktion. Wenn Sie zurück sind, möchte Ihnen der Captain persönlich danken. Boomerang Company, die Umgebung sieht sauber aus. Unsere Teams suchen noch nach verstreuten Verbanden. Verstanden, Spirit of Fire. Das Schiff ist erledigt und wir kommen zurück. Isabel wird viel zu tun haben mit der Untersuchung der Blutsfelder-Technologie, wenn wir hier einen Forschungsaußenposten errichten. Wäre gut, wenn sie einen neuen bekommt. Und wir haben ihn für Sie von den Verbanden erobert. Guter Sprung, Höllenspringer. Erstklassige Arbeit. Ab nach Hause. Wieder deine Befehle. Kundschaften und Trümmer bergen. Und nicht mehr. Atriox war deutlich. Ich sehe mich um. Aber wenn ich ein paar Mitbringsel finde, wäre das ja wohl okay. Voridus, hör zu. Solltest du ihn nochmal enttäuschen, nur weil du dich beweisen willst, dann werde ich dich nicht mehr retten können. Und unser beider Köpfe werden abgeschlagen. Ruhig Blut, Bruder! Du denkst zu viel nach! Harvium, wir sind bereit, nach High Charity überzusetzen. Meine Männer sind ganz wild auf den Ruhm. Dann zügle sie, Voridus. Das Gelände ist für unsere Energieextraktoren nicht geeignet. Ich suche nach einer Lösung dafür. Und deine Männer sollten besser daran denken, dass alles, was wir hier finden, Atriox zusteht. Der Krieg hat sich zermürbt, Bruder. Wo ist deine Abenteuerlust geblieben? Dieses Relikt wartet nur darauf, geplündert zu werden. Der Krieg hat mich eines gelehrt, Voridus. Übe dich in Geduld.
Sobald wir bis High Charity vorgedrungen sind, müssen wir rasch handeln, um den Wächtern zu entgehen. Ja, ja, ich weiß schon, was uns hier erwartet. Dann beeil dich mit deinen Vorbereitungen. Meine Truppen sind schon da. Oldes Ende. Wir Langfrisslinge holen wir uns Waffen aus High Charity und kehren dann, wie von Voldes befohlen, für neue Befehle zur Basis zurück. High Charity? Die Hauptstadt der Allianz? Hab gehört, da spukt es. Überall sollen da fiese Monster lauern. Schnüffel mal weniger Gas, Mann. Schweigt! Die Lügen der Allianzler interessieren mich nicht. Und damit auch euch nicht. Voldes, bei der Bergungsstelle sammeln sich zahllose Wächter. Es wirkt fast, als würden sie etwas im Inneren von High Charity bewachen. Diese Märchen von den Parasiten? Keine Allianz-Propaganda, alter Freund. Du kümmerst dich um deine Wächter, ich nehme die bei mir auseinander. So bekommen wir schnell, was wir wollen. Überwache den Himmel! Unterwegs! Wow, ganz schön viele Wächter! Pavio, unsere Lufteinheiten greifen Wächter bei High Charity an. Welcher Narr hat die Lichtbrücke abgestellt? Na, so ein Pech! Dann muss sich wohl jemand anders um die Wächter kümmern! Feiglinge, ich stoß euch gleich in den Abgrund! Rieber, die Lichtbrücke reaktivieren! Allianzfahrzeug, voll Retro! Ich schicke einen Locust, um den Weg freizuräumen. Kehren wir um? Du kannst mit Beute zurückkommen oder als Abendschmaus für die wahren Krieger enden. Deine Entscheidung. Hab dich entschieden, jagen wir so! Brüder, wir haben auf dem Weg zur Basis Allianz Nachschubkisten gefunden. Verschwendet keine Zeit mit euren Scannern! Halten sie einfach auf! War doch ganz einfach! Und jetzt mitkommen! Oberverdiener! Wächter! Reaver, zerstört sie! Wer von diesen elenden Maschinen? Die sind hinter uns! Wachsam bleiben! Jetzt los, wir haben unsere Befehle! Die Landbrüder, unsere Basis ist gleich davor. Die Wächter greifen unsere Basis an! Voridus, laut dem Orbitalmarkierer kommen sie aus einem Zugangspunkt in der Nähe. Keine Angst, eines meiner neuen Spielzeuge erledigt das. Feuert einen Störsender auf den Zugangspunkt. Das EMP-Feld wird die Wächter lahmlegen. Unsere Basis wird angegriffen. Schlag zu, solange sie lahmgelegt sind. Voridus, das EMP-Feld des Senders wird schwächer. Ich habe ein paar Verbesserungen vorgenommen, die einen viel größeren Bereich abdecken. Deine Verbesserungen haben die Dauer des EMP-Feldes verkürzt. Du solltest es bald ersetzen. Voridus, du kannst meinen Orbitalmarkierer nutzen, um die Zugangspunkte ausfindig zu machen. Rüstet die Basis auf! Wir brauchen Verteidigungsmaßnahmen! Wir brauchen Luftabwehreinheiten gegen die Wächter! Rüstet die Geschütze auf! Stellt sicher, dass wir einsatzbereite Reaver haben! Geschütz fertiggestellt! Passt auf die Zugangspunkte auf! Wir dürfen nicht zulassen, dass die Wächter uns überrennen! Einer der Störsender hat seinen Geist aufgegeben. Ersetzt ihn! Ein Zugangspunkt in der Nähe! Wir müssen ihn stören! Wir konnten ihr Gebäude platzen. Errichtet unsere eigenen Geschütze auf den leeren Plätzen. Voridus, du wirst dich mehr Wächtern stellen müssen als jemals zuvor. Du hast hoffentlich einen Plan. Den setze ich gerade in die Tat um. Für deinen Scarab platziert. Ein Störsender ist ausgefallen. Wir brauchen noch einen. Gut, wir haben ein paar Geschütze zur Verteidigung der Basis, wenn wir nach High Charity aufbrechen. Voridus, hier ist ein Aufklärungstrupp der Menschen. Menschen? Warum sind die hier? Ich muss mich jetzt um Wichtigeres kümmern. Vielleicht kann ich aber eine Einheit entbehren.
Boydus, es waren zu wenige auf... Um High Charity herum liegen noch zahllose Trümmer. Es wird eine Weile dauern, bis ich mich da durchgehauen habe. Wenn die Allianz das nächste Mal einen Krieg verliert, dann räumt sie danach hoffentlich auf. Wir sollten vorsichtig sein, Boydus. Du kennst die Geschichten über den Parasiten, der High Charity heimsuchte. Wir sollten vorsichtig sein, Boydus. Wir bekommen seltsame Messwerte aus High Charity. Falls sie stimmen, ist er eine noch größere Gefahr, als es die Allianz war. Nichts als Lügen der Propheten. Sogar wenn es solche Monster einmal gegeben hätte, wären sie jetzt schon lange tot. Ah! Seid ihr blind? Der Scarab wird angegriffen! Wo bleibt die Herausforderung? Die Hälfte ist geschafft. Feuert weiter! Ein Störsender ist ausgefallen. Wir brauchen noch einen. Auf den Weg! Das war's fast. Immer weiter! Wie enttäuschend. Ich hatte mir die Explosion größer vorgestellt. Mario, wir haben hier ein neues Verteidigungssystem der Blutsväter. Geschütze. Die Gegend um High Charity ist besser bewacht als jede andere. Wir sollten hier offensichtlich nicht sein. Die Verbannten gehen, wohin sie wollen, und zerstören jeglichen Widerstand. Atriox Aufstieg beweist das. Atriox nutzte seine Stärke und seinen Intellekt. Ein weiser Krieger sucht keinen Streit mit einem unbekannten Gegner. Einer der Störsender hat seinen Geist aufgegeben. Ersetzt ihn! Platz da, ihr Magen! Eine Basiserweiterung in der Nähe des Zugangspunkts wäre perfekt. Schnell, legt die auftauchenden Wächter beim Zugangspunkt mit einem Störsenderlarm. Nutzt die Basis, um die Wächter abzulenken und ihre Angriffe zu unterbinden. Mein Scarab muss in einem Stück nach High Charity gelangen. Friss Dreck! Strukturelle Integrität 50%. Und für dich ein bisschen Hitze. Die Trümmer sind fast zerstört. Haltet euch bereit. Boydus hält euch für Schwächlinge. Alle Einheiten. Trümmer zerstört. Ausrücken. Lasst sie brennen. Die Menschen sind hier. Sie werden uns nicht davon abhalten, zu kriegen, was wir wollen. Löscht sie aus. Was? Wenn unsere Scans sie nicht angezeigt haben, kann es nur ein kleiner Trupp sein. Wahrscheinlich eine Aufklärungseinheit. Ich sorge dafür, dass sie keine Meldung mehr abgeben können. Zerstört diese Geschütze! Die Menschen schicken Verstärkung! Das sollen sie bereuen! Noch ein Störsender! Wir haben einen verbraucht! Wir konnten ihr Gebäude zerstören. Immer wieder ein toller Anblick! Besorgt sich die Trümmer und fordert eine Basis an. Wir brauchen Verstärkung, falls der Scarab High Charity erreichen soll. Genug Spaß gehabt. Zurück an die Arbeit. Forrest, der Größe der Hülle zufolge muss ein großer Teil von High Charity noch intakt sein. Also gibt es noch genügend Waffen für uns zu plündern. Atriox hat uns davor gewarnt, High Charity zu betreten. Konzentrieren wir uns lieber auf die Trümmer. Ich habe Probleme mit dem Daten. Die Energie unter der Oberfläche ist unerwartet instabil. Ja und? Holt euch einfach alles! Ich weiß nicht, ob die Extraktoren mit so hoher Energie klarkommen. Ich bin sicher, du lässt dir etwas einfallen. Deshalb darfst du ja mitspielen. Wir sind halb durch die Trümmer durch. Weiter so! Baut ihn das nächste Mal stabiler! Schade, Alter. Wrackteile beseitigt. Brechen wir auf. Ich hasse diese Dinger. Warum belästigen sie mich? Wir brauchen einen neuen Störsender. Macht einen bereit. Wir sind fast bei High Charity. Der Widerstand dort dürfte stärker sein. Zeit für Verstärkung. Ein Störsender funktioniert nicht mehr. Schießt einen neuen dorthin. Ich habe eine Art Blutsväter-Terminal gefunden, in dessen Nähe weitere Wächter sind. Sei vorsichtig, Voridus. Wir verstehen nicht viel von den Blutsvätern oder ihren Maschinen. Was ist vielleicht nur schlimm? Keine Sorge, Bruder. Ich komme damit klar und lasse das untersuchen. Scarab-Kommandant, schneide dich weiter durch das Wrack.
beschützt den Scarab. Ich versuche, die Wächterverteidigungen zu deaktivieren. Viel Spaß mit meinem Plasma-Strahl. Wo bleibt die Herausforderung? Ach, es gibt wohl mehrere Sicherheitsebenen. Und die erste durchbrechen wir, wenn ich das hier mache. Es hat geklappt. Die erste Ebene ist deaktiviert. Voridus, die Wächter haben ihre Angriffe verstärkt. Wollen wohl sehen, wer ihre Arbeit ruiniert, was? Vernichtet sie! Ich bin hier noch nicht fertig. Setz Störsender ein. Nichts darf den Scarab aufhalten. Ja, geschafft. Haltet den Scarab in Bewegung. Die zweite Sicherheitsebene ist durchbrochen. Ich muss sie nur deaktivieren. Warriors, die Wächter greifen noch heftiger an. Dann erledigt das. Nutzt alles, was wir haben. Immer wenn ich kurz davor stehe. Halt, das sieht vielversprechend aus. Mysterien haben die Allianz geblendet und geschwächt. Wir zerschlagen sie einfach. Fast geschafft. Ja, das muss es sein. Jetzt greifen uns sogar noch mehr Wächter an. Scheinen verzweifelt zu sein. Ich stehe nur kurz davor, alle abzuschalten. Wir nähern uns jetzt bei Charity Borges. Endlich, Pavio. Ich hoffe, dein Schwarm ist bereit, die Reichtümer wegzuschaffen, die wir finden werden. Lass dich nicht ablenken. Da fliegt ein enormer Schwarm von Wächtern in deine Richtung. Borges, die Arche hat einen Wächter losgeschickt. Jetzt reicht's mir mit ihrer Einmischung. Damit werde ich die Wächterverteidigungen ein für alle Mal ausschalten. Erhalten. Borges, wir können kaum etwas gegen die Ritterwächter ausrichten. Was sollen wir tun? Wir können die Ritterwächter nicht mehr sehen, Borges. Deaktiviere die Verteidigung. Die Wächterverteidigungen wurden deaktiviert. Die werden uns nicht länger stören. Denk daran, Bruder. Unser Befehl lautet, die Hülle von High Clarity intakt zu lassen. Wir können in der Umgebung bestimmt genug Beute für uns finden. Das hast du jetzt schon oft gesagt. Ich krieg das auch allein hin, Bruder. Voidus Ende. Wir holen uns jetzt, was uns zusteht. Los, Brüder. Es ist Zeit, uns unsere Belohnung zu holen. Thank you.
Bergungsoperationen aus den naheliegenden Schiffen. Gut. Wenn Borindus auf mich gehört hat, macht er dasselbe von außerhalb High Charities. Hat er sich gemeldet? Nein. Kein Kontakt mehr, seitdem er und seine Brutes High Charity erreicht haben. Wenig überraschend. Er hat sich bestimmt mit ein paar Wächtern angelegt. Er hätte Bescheid geben sollen. Aber egal. Los, ich will so schnell wie möglich bereit für die Extraktion sein. An die Arbeit. Diese Barrieren müssen weg, damit wir freie Bahn für die Bergung haben. Borges, hier ist Pavium. Habt ihr außerhalb der Höhle etwas gefunden? Pavium, zieh dich zurück! Sofort! Wir wurden von den Borges, antworte! Ingenieure, stellt sofort eine Verbindung her! Pavium! Etwas regt sich in High Charity. Die Gerüchte stimmen also. Was hat dieser Narr getan? Los! Feindling, wir halten die Stellung, bis wir von Borridus und seinen Leuten hören. Ich lasse sie nicht zurück. Sie darf euch nicht berühren. Tötet alle, die sich verwandeln. Sie sind nicht länger Verbündete. In die Garnison! Verteidigt euch! Die Stadt nähert sich aus dem Osten. Haltet sie zurück! Sie dürfen das Gebiet nicht überrennen! Sie kommt von allen Seiten! Rückzug! Das Gebiet gehört jetzt der Flat. Alle Einheiten zur ersten Stellung zurückfallen! Runter von der Brücke! Wir müssen sie ausschalten und sichern! Freundes, hörst du mich? Ich halte die Stellung, solange es geht, werde aber nicht ewig warten können. Bin unterwegs. Immer noch nichts. Verdammt! Versorgt die Verwundeten und bereitet die Verteidigung für den nächsten Angriff vor! Das war's noch lange nicht! Brecht diese Kisten auf! Benutzt alles, um unsere Verteidigung zu verstärken! Wir müssen die Stellung halten und Voides und seiner Gruppe Zeit verschaffen! Verschanzt euch! Bringt Verteidigungsanlagen in Stellung! Ihr müsst die Flat mit Barrikaden verlangsamen! Es verdiente es nicht anders! Wir brauchen mehr Goliaths! Schickt sie los! Verteidigt die Goliaths, oder wir werden von der Flat verschlungen. Flat aus Richtung Osten. Die Flat wendet unsere Schwarmbrüder gegen uns. Erlöst sie aus ihrer Qual. Ihr gebt zurück gleich. Jetzt kommen sie auch aus dem Boden. Sie breiten sich durch die Unterstrukturen aus. Das müssen wir verhindern, aber erst brauchen wir eine sichere Stellung. Alle Einheiten, die Flat kommt aus diesen Durchbrüchen. Zerstört, was daraus hervorströmt. Verteidigt die Goliaths, oder wir werden von der Flatformen nähern sich uns von Westen. Jetzt schicken sie auch noch infizierte Fahrzeuge. Springt, seid standhaft! Ihr solltet Atriox fürchten, nicht das da! Alle Einheiten, die Goliaths werden angegriffen! Beschützt sie! Noch mehr von der Flak! Sie haben einen Flak-Durchbruch. Setzt der Bedrohung sofort ein Ende! Die Flak kommt! Löscht sie aus, bevor sie uns erreicht! Unsere Goliaths sind durchgebrochen! Zurück zur Basis und befestigt sie! Goliaths, gebt uns Deckung! Das ist bereits bei der Basis. Vernichtet sie! Infizierte Truppen setzen unsere eigenen Fahrzeuge gegen uns ein. Die Flat bildet schnell neue Formen. Wir müssen rasch handeln. Die Basis darf nicht an die Infizierten fallen. Vernichtet die Flat! Hier gehört Schwarmbrüder. Genau hier halten wir die Stellung. Ich habe zu viele Jiralhane an die Allianz verloren. Ich werde Borridus nicht im Stich lassen. Wenn Borridus oder sein Schwarm uns kontaktieren, will ich sofort davon hören. Und deckt die Blisterbacks.
Wir werden ihre Feuerkraft brauchen, wenn wir standhalten wollen. Havium, wir sind hier, um euch zu unterstützen, aber die Flat greift uns an. Vereinigen wir unsere Stärke und schlagen die Flat zurück. Deckung! Die Flat verstärkt ihre Angriffe. Macht euch bereit! Gut, wir brauchen euch bei der Basis. Greift sie zurück! Setzt alles ein, was ihr habt! Der Kampf ist noch nicht vorbei. Unterwegs. Aufpassen! Tentakel schießen aus dem Boden hervor! Vernichtet sie! Wir bleiben, bis wir von Voidus gehört haben! Schlag sie zurück! Sind für mich doch kein Hindernis! Die Flak bedroht unsere... Sie haben angehalten. Bleibt wachsam, das war bestimmt noch nicht alles. Bloß nicht unachtsam werden. Die kommen wieder. Kümmert euch um die Verwundeten. Stellt sicher, dass keiner infiziert ist. Sie sind zurück. Erledigt sie, bevor sie die Basis zerstören. Verschanzt euch und zeigt ihnen die Macht der Verbannten. Die Flak bedroht unsere Blisterbacks. Haltet diese Monster von unserer Artillerie fern. Sie schleichen sich an die Blisterbacks ran. Beschützt die Artillerie. Die Flat will anscheinend zu unseren Blisterbacks. Lasst sie nicht zu ihnen durch. Sie wollen uns umzingeln. In die Rückseite! Da kommt mehr! Mario, Warrant ist hier. Mein Schwarm und ich sind knapp aus High Charity entkommen. Lebst. Welch Wahnsinn wurde da nur entfesselt? Ist das dein Werk? Ich hielt es für Geschichten. Sie kamen aus dem Nichts und haben uns zurückgedrängt. Während unseres Rückzugs haben wir den Zugang zu einer unterirdischen Blutsfäteranlage entdeckt. Meine Ingenieure denken, dass sie mit den Verteidigungsanlagen zu tun hat. Dann geh da rein und reaktiviere sie. Wir kommen nicht durch die Flat durch. Wir sind jetzt bei dem Energieknoten, den du vorher errichtet hast. Haben aber schon viele Leute an den Parasiten verloren. Bleib standhaft. Wir sind unterwegs, um euch beim Durchbruch zu helfen. Noch nicht länger halten. Verlasst die Basis. Einige Anführerfähigkeit bereit. Was? Wie groß ist dieses Ding? Es... Voidus! Unser Weg ist versperrt. Wir können nicht direkt zu dir durch. Wir suchen einen anderen Weg. Alle einmal. Beeilt euch, Pavium! Die Flat überrennt inzwischen auch diesen Sektor! Wir haben die Allianz nicht besiegt, um als solche Monster zu enden. Die Verbannten unterwerfen sich niemandem. Diese Monster werden uns nicht besiegen. Greift sie mit Sperrfeuer von den Geschützturmen zurück. Das dürfte sie eine Weile aufhalten. Bewegung. Voidus, wir sind hier raus. Haltet durch. Voidus, meine Truppen und ich sind fast bei den Bergungsbohrern. Bist du bei der Blutsväterverteidigungsstation? Irgendeine Plattform versperrt uns den Zugang. Es scheint fast, als wüssten sie, dass wir ihnen gefährlich werden können. Wir hatten gerade eine Basis errichtet, da belagerten sie uns schon. Wir müssen diese Station erreichen. Wenn wir die Abwehrmaßnahmen der Blutsväter nicht reaktivieren, haben wir keine Chance gegen den Parasiten. Wir sind einfach zu wenig, Pavium. Für jede tote Flatform erscheint eine neue. Sie sind überall, verstecken sich in jeder Ritze, jedem Spalt. Die Durchbrüche. Die Gegend ist durchsetzt mit explosiver Energie. Wenn wir die Bergungsbohrer aktivieren, können wir damit eine Kettenreaktion auslösen und den Parasiten ausbrennen. Ich werfe sofort die Extraktoren an, um Energievorräte anzulegen. Startet die Extraktoren. Wir brauchen so viel Energie wie möglich für die Bergungsbohrer. Barium, die Energie ist zu instabil für unsere Extraktoren. Es gibt aber viele Ausbrüche, wo sich die Energie kristallisiert hat. Wenn wir die Kristalle einsammeln, können wir sie aufbrechen und für die Bohrer nutzen.
Na gut, Voridus. Ich errichte meine eigene Basis. Wir sammeln die nötige Energie für den Bergungsbohrer. Flüssige Energie ist an der Durchbruchstelle kristallisiert. Mit den Kristallen können wir die Bohrer wieder in Gang bringen. So verbreitet sich diese höllische Krankheit also auch. Haltet euch von diesen Blasen fern. Sie scheinen unsere Nähe zu spüren. Dieses Ding, irgendetwas tut sich. Pavio, das Teil setzt gleich neue Flut frei. Weg da! Die vermehren sich schneller als Flut. Wir müssen uns beeilen. Sie bedrohen unsere Basis. Bruder, ich habe gesehen, wie das Ding einen ganzen Trupp erledigt hat. Die sind hier überall und scheinen in regelmäßigen Abständen aufzutauchen. Beobachtet sie so gut es geht. Ich muss es wissen, wenn sie zu platzen drohen. Noch ein Platzer. Schnappt euch die Energie, bevor er explodiert. Achtung, die Plattformen beinhalten jetzt auch Lufteinheiten. Haltet unsere Flugstaffeln von ihnen fern. Das Druckniveau steigt! 50% des Drucks bis zur Explosion erreicht! Der Druck ist hoch genug, dass die Flakplatzer gleich explodieren! Säubert diesen Ort! Wir haben jetzt genug Energie für einen Bohrer. Weiter so! Die Flak hat begonnen, unsere Basen zu übernehmen. Ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit ist unfassbar! Kennt das Grauen, in das es sich verwandeln kann, gar keine Grenzen? Der erste Bohrer wurde aktiviert. Wir haben zu viel Energie verschwendet. Wir müssen neue besorgen. Pavium, das Druckniveau steigt! Bruder, Druck bei 50%! Pavium, der Druck erreicht kritisches Niveau. Die Flakplatzer werden gleich hochgehen. Er versprüht gleich mehr von seinem Dreck. Weg da! Was denn jetzt? Wie viele Formen können diese Dinger annehmen? Reagiert auf unsere Einheit und bringt passende Gegner hervor. Wir dürfen es nicht ignorieren. Vernichtet es! Wir haben den dritten Bohrer aktiviert. Voridus, die Bergungsbohrer laufen jetzt. Wir müssen sie beschützen, bis sie die Oberfläche durchdrungen und die Flüssigkeiten darunter entzündet haben. Mein Pavium! Die Flat verstärkt ihre Angriffe! Sie muss wissen, welche Gefahr die Bohrer für sie darstellen! Haltet sie noch etwas auf! Wir können die Kettenreaktion bald auslösen! Ich hoffe, die Bohrer lösen bald eine Kettenreaktion aus! Haltet die Flat von ihnen fern! Aus dem Boden rund um dieses Ding bricht kristallisierte Energie hervor! Sammelt so viel wie möglich für die Bohrer ein! Es funktioniert, Pavio! Eine sauberere Lösung bevorzugt, aber effektiv ist es allemal. Pavium, der Weg ist frei. Wir können zur Blutsfederstation vordringen. Ich bewache mit dem Rest unserer Truppen den Zugang. Finde einen Weg, die Wächterverteidigungssysteme wieder zu aktivieren. Voridus, führe deinen Fehler wieder aus. Und vorher werde ich auch nicht zurückkehren, Bruder. Viel Glück. Dir auch. Geh jetzt. Ich informiere Atriox darüber, was hier vorgefallen ist. Pavium, wie weit unten ist diese Anlage? Der Aufzug will gar nicht mehr anhalten. Er ist endlos. Hättest du deine Befehle befolgt, wärst du jetzt nicht da unten. Und ich müsste hier oben nicht auf dich warten, während immer mehr unserer Truppen infiziert werden. Ich sagte doch, ich regle das, Pavium. Da unten können wir die Flat-Verteidigung der Wächter wieder aktivieren. Aber auch die Flat wartet dort. Sei vorsichtig. Es wird dort vor Flatformen nur so wimmeln. Vergiss nicht, dein Brandgel einzusetzen. In den engen Räumen hast du damit einen Vorteil. Der Aufzug bremst ab. Wir sind offenbar angekommen. Halte da oben die Stellung. Ich kehre bald zurück. Ich bin jetzt hier, Pavium. Es stinkt hier unten nach Verderben. Der Feind ist überall. Wir halten die Flat gemeinsam auf, Voridus. Meine Truppen und ich bewachen den Eingang hier und du reaktivierst die Verteidigungssysteme. Benutze
Laserstrahl voraus. Einige Verteidigungsanlagen sind noch aktiv. In der Anlage gibt es zahlreiche Abgründe. Sprungboots bereithalten. Die Flotte hat bereits begonnen, den Bereich zu infizieren. Seid vorsichtig. Los gehen wir, bevor die Flotte diesen Ort vollständig infiziert hat. Sprungboots, untersucht die Konsole an dieser Säule. Wir müssen einen Weg zum Weiterkommen finden. Lichtbrücke aktiviert, Moridus. Da sind sie schon. Löscht sie aus, bevor sie uns erreichen. Vibrium, es ist schwer zu sagen, wo wir hin müssen. Hier wimmelt es von Blutsfederstrahlen und deaktivierten Lichtbrücken. Gut. Das heißt, die Anlage funktioniert teilweise. Und wir können die Verteidigungssysteme vielleicht noch reaktivieren. Hört noch jemand die ekligen Geräusche der Flak da vorne? Mach den Schwarm bereit! Fight Kontakt! Beeindruckend! Pavium, die Blutsfederstrahlen machen ihr kurzen Prozess mit der Flak! Werden sie mit dir auch, Voridus? Kommst du an ihnen vorbei? Wir sind beweglicher als diese lahmen Monster. Ich schicke einen Trupp durch, um sie von der anderen Seite zu deaktivieren. Du überraschst mich, Voridus. Ich dachte eher, du wolltest deine überlegenen Reflexe an diesen Strahlen messen. Beiseite! Herausforderung angenommen, Bruder! Aus der Bar! Der Weg ist frei, also weiter! Achtung! Infektionsformen! Ich schneide ihnen den Weg ab, bevor sie uns überrennen können! Ich benutze mein Brandgel, um sie vom Rest zu trennen! Bleibt zurück! Kommt und brennt, Drecksviecher! Das ist meine eigene Mixtur, nur für euch! Pavium! Mein modifiziertes Brandgel wirkt Wunder gegen die Flat! Endlich mal eine Verwendung dafür! Es hat der Kolonie gar nicht gefallen, dass du mit ihren Waffen rumexperimentierst. Und ohne wäre es jetzt um uns geschehen. Du musst lernen, die Regeln noch mal zu brechen, Bruder. Voidus siegt erneut. Pavium, hier unten ist ein Teleporter. Er scheint mit dem in deiner Nähe verbunden zu sein. Ich brauche Verstärkung. Ich bringe ihn zum Laufen, seht ihr euch um. In der Kammer vor uns ist ein Blutsfilterterminal. Aber es ist von Blasen umgeben. Wir sollten uns das mal ansehen. Dann empfehle ich den Einsatz der Ehrengarde. Mithilfe ihrer Tarnung können sie das Terminal unentdeckt erreichen. Ist die Verstärkung für mich also bereit? Ja, der Teleporter läuft. Aber ich kann kaum Einheiten entbehren. Wenn die Flat zurückkehrt, brauche ich jeden Mann, um sie aufzuhalten. Die Tragfähigkeit eines Ehrengardisten könnte sich als nützlich erweisen. Verdiene dir deinen Lohn, Söldner! Ehrengarde, es ist an der Zeit, die Tarnung einzusetzen. Passt auf, wo ihr hintretet, sonst setzen diese Wucherungen mehr Flat frei. Auch wenn es verlockend klingt, sie alle zu verbrennen. Pavium, die Tentakel der Flat reichen bis hier unten. Sind bei euch auch schon welche? Einige. Schnell, Voridus. Ihr müsst euch da unten beeilen. Halt, ich höre etwas. Hier stimmt etwas nicht. Ganz vorsichtig. Greifen habe ich es doch gewusst. Die Flotte hat uns eine Falle gestellt. Voridus, zwei weitere Basen melden sich nicht mehr. Schnell, die Flotte rückt näher. Noch eine Schlucht. Sprungboots, Römer mit euch und aktiviert die Lichtbrücke. Voridus, die Brückensteuerung funktioniert nicht. Die Flotte übernimmt hier unten alles. Wir müssen weiter, bevor die ganze Anlage verloren ist. Voridus, da kommen sie! Dann vernichte sie! Dieser Haufen Schleim wird uns nicht besiegen! Das nimmt gar kein Ende! Kämpft weiter, bis die Lichtbrücke endlich läuft! Die Flat-Infektion muss die Systeme der Anlage beschädigt haben! Ewig an sein!
problemlos, Lina. Sie hat sich hinter uns deaktiviert. Das verschafft uns etwas Zeit. Das war wohl der letzte Abgrundsprung, Bruce. Jetzt müsst ihr euren Wert im Gefecht beweisen. Inhalt, halt. Ich rieche Verbranntes. Blutsfeder strahlen voraus. Ehrengardist, du bist flink. Jetzt kannst du deinen Wert beweisen. Die Blutsfederstrahlen versperren den Weg. Schaltet sie ab. Wir müssen da rein. Was jetzt? Halt! Wir haben eine Quarantäne aktiviert. Wir müssen das Gebiet von der Flotte befreien, sonst greifen die Verteidigungsanlagen auf uns an. Die Quarantäne wurde aufgehoben und das Feld ist weg. Weiter, weiter! Halt! Da ist noch eins dieser Scheusale. Vorsicht! Sie scheinen andere Plattformen in der Nähe noch aggressiver zu machen. Pass auf, dass keine Blase platzt, sonst kann uns das Scheusal noch mehr Plattformen entgegenwerfen. Noch eins dieser Blutsfeder-Terminals. Die Trottel wagen es, mich anzugreifen. Alle Einheiten, wir haben die feindliche Supereinheit zerstört. Pavium, die Blutsfeder-Verteidigungen nehmen zu. Wir scheinen uns dem Zentralbereich zu nähern. Beeil dich, Warriors. Wir ziehen uns zur letzten Verteidigungsstellung am Eingang zurück. Das muss es sein. Es ähnelt dem System, das ich abgeschaltet habe. Merkwürdig. Die Flotte scheint zu wissen, wie wichtig die Anlage ist. Alle Sperren sind vollgeschleimt. Ihr Chaos enthält Spuren von List. Die Flotte scheint immer intelligenter zu werden. Du musst sofort die Sperren säubern und die Verteidigung aktivieren. Ich schicke dir meine besten Krieger und einige Brutes mit neuer Ausrüstung, die von deinen Experimenten inspiriert wurden. Kämpf ehrenvoll. Du auch, Bruder. Ich werde nicht versagen. Es funktioniert. Die Energieversorgung läuft an. Sobald das Gerät voll aufgeladen ist, sollte ich die Verteidigung reaktivieren können. Boridus, ich schicke dir all meine Reserven. Mach was daraus. Alle? Und was ist mit dir? Wenn du es nicht schaffst, sind wir die Nächsten, die sterben. Du bist jetzt unser Schild. Sie aus, bevor sie uns erreichen. Halt, Achtung, Infektionsformel. Die Sperre funktioniert nicht mehr. Säubert sie. Freund oder Feind, kein Soldat sollte so ein Schicksal erleiden. Tötet sie rasch. Noch mehr von den Dingern. Haben die Veralbig. Die Flotte nimmt hier immer mehr zu. Durchhalten, Bruder. Nur noch einen Moment. Bitte, da kommen sie. Erledigt sie. Das System hat volle Energie. Ich reaktiviere es jetzt. Dann fahr die Verteidigung wieder hoch. Die Flotte ist fast da. Ja, das kommt mir bekannt vor. Auf ins Gefecht, Wächter. Mario, die Verteidigungssysteme funktionieren wieder. Die Säuberungsaktion der Wächter sollte bald beginnen. Die Flotte scheint die Gefahr bereits bemerkt zu haben. Sie stürzen sich auf uns. Geschafft. Das Verteidigungssystem funktioniert wieder. Hier oben tauchen auch Wächter auf. Wir müssen ihn beim Kampf gegen die Flotte. Was war das? Holdes, Fabio, wir werden überrannt. Eine gewaltige Plattform kommt und lässt sich auf uns. Nur ein Opfer fällt. Das war einer unserer Basen. Wir sind nicht fertig. Wir müssen rasch handeln. Adrian bringt uns gerade Hilfe. Die werden wir auch nicht lang nötig haben. Warriors, Fabio. Ahnt ihr eigentlich, was mich eure Aktionen gekostet haben? Ich habe Monate damit zugebracht, Stellungen gegen die Menschen zu befestigen. Und jetzt muss ich sie wegen euch aufgeben. Wir kümmern uns um das Problem, Atriox. Wir dachten nur, es wäre weise, euch zu informieren. Ihr dachtet, es wäre weise? Diese Anlage wurde nur zur Zerstörung der Flotte erschaffen. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr entfesselt habt. Wenn wir nicht sofort jeden einzelnen Soldaten schicken, wird sie sich alles einverleiben, wofür wir bisher gekämpft haben. Wir haben die Wächter bereits wieder aktiviert und unterstützen sie. Ich gebe euch mein Wort. Ich will Taten, keine Worte. Ich bin auf dem Weg. Wie ist die Lage bei euch? Ich habe mehr als 40% meiner Truppen verloren.
Blatt hat sich schnell in der Nähe von High Charity ausgebreitet. Keine Sorge, Atriox. Mit Hilfe der Rechteverteidigung werden wir die Flotte vollständig vernichten. Es war genau diese Arroganz, die dieses Chaos überhaupt verursacht hat. Ich bin auf dem Weg und bis zu meiner Ankunft ist dieses Problem behoben. Schlag sie zurück! Lass sie nicht die Basis zerstören! Das nimmt gar kein Ende! Los, Bruder! Suchen wir die Quelle dieses neuen Flottausbruchs! Das könnte unsere größte Schlacht werden, Fabium! Wir werden Legenden sein! Legenden? Sollten wir fallen, wird niemand von unseren Torheiten berichten. Unterschätze nicht die Ernsthaftigkeit der Lage, Voidus. Die Flotte will die Basis zerstören. Haltet sie auf! Ich erwähne, haltet die Flotte von der Basis fern, sonst sind wir endgültig verloren. Aber noch mehr von diesen Tentakeln. Wenn die Flotte diese Dinger hervorbringen kann, muss sie bald zum Gravemind werden. Wir müssen schnell sein. Wenn es sich zum Gravemind entwickelt, ist die Arche für uns verloren. Dabei gibt es hier noch so viel zu holen. Aber ich kann bauen! Die Flotte infiziert Wraiths. Die machen unsere Infanterie kalt. Wie sollen wir all den Tentakeln, die uns den Weg versperren, die Quelle für diesen Ausbruch finden? Ich würde sagen, Bruder, mein Belagerungsgeschütz wird das Ding in Stücke reißen. In der Nähe ist eine passende Feuerposition. Sobald wir das Ding zerstört haben, schließen wir uns den Wächtern beim Zurückdrängen der Flotte an. Voidus, die von dir aktivierten Wächter sind da. Sie greifen die Flotte an. Wir können ihnen nicht den ganzen Spaß überlassen. An die Arbeit! Akkumons, das ist genau da, wo ich mein Geschütz einsetzen will. Worauf warten wir denn noch? Angriff! Bereitet das Geschütz vor. Diese Tentakel sind wir gleich los. Die Flotte greift das Geschütz an! Sie werden immer intelligenter. Etwas muss sie anführen. Gerald, was sind meine Zielkoordinaten? Wir brauchen Sichtkontakt zum Tentakel. Wir sind selbst stark. Ziel getroffen. Ziel im Visier. Feuer frei! Es zieht sie zurück! Aber wohin? Wir haben es nicht zerstört, also muss es mit etwas verbunden sein. Das Tentakel war nur ein Fortsatz von diesem Ding. Wenn die Geschichten stimmen, dann wäre es nicht aufzuhalten. Wir müssen all unsere Kraft darauf verwenden. Wir müssen erst seine Verteidigung testen. Angriff! Vernichte diese Scheusale! Wie kann es nur so viele dieser abscheulichen Dinger produzieren? Verzweiflung, Bruder! Es lernt jetzt, was Angst bedeutet! Ich glaube nicht, dass das Ding Angst spürt, aber vielleicht ja Schmerz. Fabium, es scheint eine Art von Schild schützt die Haut von diesem Ding! Dann muss es etwas ungeheuer Wichtiges beschützen! Greift es an! Ziel getroffen! Die Panzerung ist durchbrochen. Aber warum bricht es nicht zusammen? Die Panzerung scheint diese komischen Wucherungen zu schützen. Es ist noch nicht vorbei, Bruder. Beseitigt diese nervigen Tentakel. Sie beschützen diese Bestie. Wir müssen etwas richtig machen. Ich glaube, das bringt was. Zerstört die Wucherung. Das Ding wird heute untergehen oder wir gehen alle dabei drauf. Wachsam bleiben. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Zielt auf das Ding in der Mitte. Es muss fallen. Voidus, die Wächter, die du freigesetzt hast, greifen mit an. Wir hatten recht. Sie wissen, wo das Ding am verletzlichsten ist. Es funktioniert. Wir töten es. Endlich. Ich dachte schon, das Ding sei nicht aufzuhalten. Thank you.
vorbei. Es setzt noch mehr Flak frei. Rückzug! Wir dürfen nicht noch mehr Truppen an diese Plattformen verlieren. Solange das Ding in seiner Höhle ist, können wir es nicht erreichen. Dann müssen wir es wieder heraustreiben. Ich habe ein paar Standorte entdeckt, an denen wir dazu ein Geschütz aufstellen können. Durch die eingezogenen Tentakel können wir uns wenigstens etwas freier bewegen. Das eröffnet uns neue Standorte zum Aufstellen eines Geschützes. Los! Die Flak kommt! Verteidigt die Geschütze! Wir brauchen sie! Ich hab Tavion gehört. Das ist vielleicht unsere letzte Chance, das Ding zu erledigen. Einheit, Protograd meint im Visier. Feuer! Treibt es heraus! Feuer auf den! Volltreffer! Es funktioniert! Da kommt es! Wann stirbt dieses dreckige Ding endlich? Bleib standhaft, Bruder. Wir wissen, wie wir es verwunden können. Also immer weiter. Zeigt, was die Verbanden drauf haben, Truppen. Erledigt diese Monstrosität. Es hetzt uns noch mehr seiner Kreaturen auf den Hals. So schickt uns so schweren Einheiten raus, um seine Panzerung zu durchbrechen. Erschießt die gepanzerte Hülle. Knackt sie auf. Die Hülle ist zerstört. Das ist unsere Chance. Die Wucherung! Weicht bloß den Tentakeln aus! Es kauert in seiner Höhle! Stellt noch ein Geschütz auf, um es da rauszutreiben! Es zieht sich zurück! Kümmert euch um Verwundete und baut noch ein Geschütz! Wir brauchen so viel Feuerkraft wie möglich! Wir sind bei einer Geschützstellung! Baut eins auf, sofort! Lasst die Flak keines der Geschütze zerstören! Wir brauchen sie alle, um das Ding platt zu machen! Verteidigt die Geschütze! Wenn wir sie verlieren, kriegen wir das Ding da nie raus! Die Flotte ist unermüdlich! Das nächste Mal sollte ich mehr Truppen mitnehmen! Das nächste Mal hörst du einfach auf meine Warnungen. Atriox wird von unserem Können beeindruckt sein, wenn wir das überleben, Pavium. Dann müssen wir nur noch Atriox überleben. Achtung! Noch mehr von der Flotte! Krieg sie nur alle, du Monster! Die leben nicht lange! Durchbrecht die Panzerung! Wir machen das Vieh kalt und wenn wir es aus seiner Höhle reißen müssen! Zerstört die Wucherungen, dann lernt es, was es heißt, sich mit den Verbanden anzulegen! Vielleicht habe ich diese Wächter unterschätzt, Pavium. Wenn wir sie gegen die Menschen einsetzen können, besiegen wir sie vielleicht. Wir sollten jetzt keine Gedanken an die Menschen verschwenden. Erst müssen wir die Flak überleben. Ziehen und ein weiteres Geschütz errichten. Es steht kurz vor der Entwicklung zum Grave Mine. Das ist vielleicht unsere letzte Chance. Kümmert euch um Verwundete und ersetzt Verluste, während das Geschütz errichtet wird. Das Ding weiß, was wir vorhaben. Es versucht, das Geschütz zu zerstören. Schützt es! Wenn Blatt kommt, verteidigt die Geschütze. Wir dürfen sie nicht verlieren. Es dürfte nicht mehr lange dauern. Kann dieses Ding denn noch aushalten? So viel wir eben austeilen können. Aber wir brauchen wohl etwas Mächtigeres für dieses Ding. Noch eine Flammwelle! Bleibt standhaft! Greift die Panzerung an, um die Wucherungen freizulegen. Keine Panzerung ist hart genug für Pavium! Durchbricht seine Panzerung! Und Truppen müssen in Bewegung bleiben, sonst zermalmen die Tentakel sie. Pavium! Es widersteht unserem Dauerfeuer! Pavium, das Ding ist zu stark. Unsere Geschütze reichen nicht mehr aus. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Das habe ich befürchtet, aber ich glaube, ich weiß eine Lösung. Ich habe in der Nähe eine beschädigte Wächtersperre entdeckt. Wenn wir sie von der Flat reinigen, können Wächter angefordert werden. Los, Truppen! Befreit die Sperre, solange es noch geht! Die Sperre ist frei, Pavium. Hat es funktioniert? Etwas sehr Mächtiges scheint sich zu nähern, Bruder. Ein Ritterwächter! Du enttäuschst mich nicht, Pavium! Jetzt sehen wir, wie stark es wirklich ist.
soll hier! Es klappt! Seine Angriffe werden immer wilder und verzweifelter! Zeigen wir ihm die Wut der Tyrol Honey! Greift mit allem an, was wir haben! Wir haben es getötet, Bruder! Atriox wird erfreut sein! Ich glaube nicht, dass Stolz das richtige Wort ist. Atriox trifft bald ein und er ist nicht so barmherzig wie die Flood. Sichert den Durchbruch und räumt diesen Müll weg. Ich warte dann auf euch, wenn ihr fertig seid.